Glaubt ihr an Wunder? Wir haben sie gesehen. Unglaubliche Szenen bei Regen entstehen. Wir, das heißt Cottbus, wir schwören uns ein. Fußball ist Leidenschaft, FCE, unser Verein. Nur zusammen haben wir die Kraft, denn die Fans sind wir und wir sind eine Mann. Ich an Fußball, will ich ins Stadion gehen. Gemeinsam mit Freunden, um Tore zu sehen. Heimat ist Cottbus, alle sind hier. Wir halten zusammen die Mannschaft und wir. Nur zusammen haben wir die Kraft. Denn die Fans sind wir und wir sind eine Mann. Fußball ist hier, Cottbus sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist hier, rot-weiß sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist hier, Cottbus sind wir. Fußball ist Energie. Fußball ist hier, rot-weiß sind wir. Verein. Nur zusammen haben wir die Kraft, der FCE sind wir und wir sind eine Macht. Ja, unterstützt uns unter steadyhq.com/fcenergietv. Das könnt ihr natürlich immer machen mit einem Abo. Oder ihr könnt uns natürlich auch bei Twitch unterstützen mit einem Abo. Und damit sagen wir herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend in unserer kleinen gemütlichen Runde. Und ich freue mich, dass er endlich da ist. Wir haben lange gebraucht, lange versucht. Aber mit Familie ist das halt immer nicht so einfach, muss man sagen. Ich freue mich, dass er da ist. Mannschaftsleiter André Rohrbock. Guten Abend, André. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, schön, dass es endlich geklappt hat und wir sind natürlich mitten in der Saison, letzte Woche noch Spezial, Energie Rot-Weiß Spezial mit Maxi Zimmer und unserem Präsidenten Sebastian Lemke aus dem Locki, vor zwei Wochen, nicht letzte Woche, sondern vor zwei Wochen natürlich, ja. Nach dem Spiel gegen Offenbach. 1:1, okay, auch ansehnliches Spiel. Schöner war es dann letzte Woche Samstag, André. Definitiv. Danach war doch die Stimmung in der Kabine bestimmt gut, oder? Befreiend, sagen wir mal so. Befreiend war schon
für alle ein Riesenschritt in die richtige Richtung, hoffen wir doch zumindest. Es waren ein paar Zittermomente drin gewesen, so, was der Trainer ja auch bei der PK sagt. Ich wollte gerade sagen, Pele sagte 25, 35, die ist zwischen der Minute. Es war schon ein bisschen wackelig gewesen, sah ein bisschen wackelig aus, aber unterm Strich gewonnen. Wir haben 5 Tore geschossen, die muss man auch erstmal schießen. Und das war schon eine vernünftige Leistung. Ich habe ja ehrlich gesagt schon gegen Optik Rathenow jetzt nicht damit gerechnet, aber gehofft, sagen wir es mal so. Also ich dachte so, Montagabend, Flutlicht nach BFC wäre so ein schönes Spiel, um sich mal richtig schön alles, den ganzen Frust von der Seele zu ballern. So hatten wir das auch gedacht. Es war alles perfekt angerichtet, nicht? Also es war ein super Rasen, Flutlicht. Die Fans sind mitgegangen, unwahrscheinlich mitgegangen. Und aber das ist halt Fußball, ne? Es ist nicht ein Wunschkonzert und... Kannst du nicht machen, aber am Ende haben sie es, glaube ich, dann am letzten Samstag wieder gut gemacht. Hat echt Spaß gemacht. War vielleicht für Kollege Zimmermann, Sportskameramann Zimmermann nicht ganz so schön. Aber er ist jetzt schon eine Weile nicht mehr hier, deswegen wurde das auf jeden Fall verkraftet. Also wir haben jetzt mal den Bock umgestoßen, sagen wir mal so, nicht gegenüber dem letzten Heimspiel, was wir ja doch, ich sag mal, sagen und klanglos verloren haben. 5-3, 5-2 war das, glaube ich, gewesen. Ja. Gegen Auerbach, meinst du? Ja, gegen Auerbach. Also haben wir es jetzt dann auch mal ein bisschen umgedreht. Dann wollen wir heute natürlich drüber sprechen. Also wir haben ein volles Programm und wir haben kurzfristig, wir sagen natürlich noch nicht mit wem, aber wir haben, erstmal guten Abend, CMU 86, wir haben Massimo Mourinho ist natürlich wieder dabei, Tommy und Sophie sind dabei, Ronald Wanzek natürlich, schön, Ronald. Du hast vorhin gefragt, Ronald, das kann ich gleich beantworten, ob wir morgen übertragen. Wir übertragen morgen nicht, aber es wird von Ostsport morgen Abend, so schätzen wir mal, also von Ostsport und uns am Ende, wir kooperieren da ja, beim letzten Mal haben wir das schon gemacht und diesmal machen wir das wieder, wird es eine Zusammenfassung natürlich wieder geben auf Ostsport TV und rund 24 Stunden später wird es dann natürlich wieder die rot-weiße Zusammenfassung geben mit ein bisschen mehr rot-weißer Brille. Gibt es dann rund 24 Stunden später, kann man sich dann, und wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, könnt ihr euch dann natürlich auch wieder angucken. Ja, ansonsten... wir haben Erik Engelhardt, 3 Tore hat er schon geschossen und ballert sich weiter nach vorne, hat man so den Eindruck. Ja, soll er auch richtig machen. Deswegen haben wir ihn ja auch geholt. Also. Dann haben wir Energiequiz, das habe ich tatsächlich ein bisschen verkackt, weil ich habe ja angekündigt Abwehrspieler, aber Abwehrspieler hatten wir ja bei Ralf Lemke schon. Ich habe das andere noch gar nicht da gehabt. Da Asche auf mein Haupt war mein Fehler. Aber wir machen mal wieder eine Wiederholung. Eins der ersten Quizzes, die will ich mal wiederholen, auch aus Zeitgründen. Aber ich bin mal gespannt. Der Museumsleiter sagt ja immer, wir haben einen Bildungsauftrag. Also wir jetzt nicht, aber das Energiemuseum hat einen Bildungsauftrag. Deswegen ist es ja auch immer interessant zu sehen, wie dann die Informationen aufgenommen werden beziehungsweise beim nächsten Mal wieder abgerufen werden können. Und dann haben wir zu guter Letzt, also zwischendurch nicht gut zu guter Letzt, schalten wir heute noch jemanden zu, mit dem ich gestern spontan geschrieben habe. Und der, wir haben ganz einfach keinen Termin gefunden, wann wir das machen können. Deswegen machen wir es heute einfach spontan. Und mit dem haben wir gerade schon gesprochen. Er hat bei Energie gespielt, hat lange bei Energie gespielt, spielt auch noch aktuell, ist sogar, hat er uns vorhin verraten, morgen Kapitän, wenn man das so vorsichtig sagen darf. Häufig. Aber spielt also morgen auch in einer Liga. Wer das sein wird, da reden wir drauf. Ich denke, der eine oder andere wird sich drüber freuen, oder André? Ja, auf alle Fälle. Und ihr habt zwischendurch Kontakt gehabt, habe ich so rausgehört? Wir haben ständigen Kontakt, sagen wir mal so. Okay. Also wir, nicht ständig, aber wir in regelmäßigen Abständen tun wir uns mal unterhalten. Dann lass uns, warm sind wir schon mal, lass uns noch kurz einen Titel machen. Ja? Auch im Hinblick auf morgen, den Titel wird es morgen natürlich auch wieder im Stadion geben. Wen es morgen im Stadion nicht gibt, ist Benny. So viel sei schon mal gesagt an diejenigen, die jetzt schon da sind. Ja, er hat einen wichtigen Termin, deswegen werde ich das morgen übernehmen müssen. Und da wir nicht so eine dicke Personaldecke haben, wird das alles ein bisschen eng. Ich werde vieles von oben machen, also nicht so viel unten auf dem Rasen sein, ganz einfach, weil die Aufgaben, die ich sonst übernehme, wenn Berlin da ist, keiner macht. Deswegen muss ich das mitmachen. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin und wir freuen uns, wenn ihr dann alle im Stadion seid. Und jetzt gibt es den Titel, den es natürlich morgen auch im Stadion gibt. Wir sind die Fans von Energie. Hier ist Petra Zieger. Bis gleich. Ganz tief im deutschen Osten, wo die Luft vibriert und brennt.
dort, wo das pure Leben tobt und durch deinen Kreislauf rennt. Hier, wo man noch Freunde hat und fest zusammenhält, folgt man einer Mannschaft bis ans Ende dieser Welt. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben. Osten, wo man festen Willen spürt, der uns durch eigene Energie zu vielen Siegen führt. Hier, wo wir zu Hause sind, hält uns kein Gegner auf. Selbst nach einer Niederlage stehen wir immer wieder auf. Wir sind die Fans von Energie und wir lieben. Ja, Prost, André. Dafür steht es ja da. Wir haben ja gesagt, wir machen eine ruhige, gemütliche Runde. Aber du darfst ja, oder? Wie, also, was? Du darfst ja jetzt einen Abend vorher Alkohol trinken. Ja, das ist aber ein Radler. Ja, das ist kein Alkohol. Nein, das ist kein Alkohol. Nein. Also, ja, ich darf schon, natürlich. Ja, aber man sollte das nicht übertreiben. Also, ich wäre vor dem Spiel auch so wie die Mannschaft nicht irgendwo Versacken, sagen wir so. Ja, nein, das definitiv nicht. Na, mal gucken. Wir hatten ja die letzten Male, war auch schon mal vor einem Testspiel oder so, aber Testspiel ist ja nicht ganz so dramatisch. Da saßen die Jungs ja gerade im Restaurant irgendwo auf dem Altmarkt oder wie auch immer. Hatten wir auch schon. Mal gucken, wo Erik Engelhardt sitzt heute. Aber ich glaube, er war diszipliniert zu Hause. So kenne ich ihn eigentlich. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, so wie ich ihn einschätze, würde er das auch nicht machen. Ich glaube es nicht. Also macht einen sehr disziplinierten Eindruck. Ja. Diszipliniert und ein ehrlicher Kamerad, sagen wir so. Wenn ihr übrigens Fragen habt, also ich stelle gleich André meine Einstiegsstandardfrage, wenn ihr Fragen habt an André, dann immer ran, einfach hier in Chat tippen und dann geht's los und ja,
Wir freuen uns, deine Abendbegleitung herrichten zu können, Basti 81. André, ja, meine erste Frage ist eigentlich immer an jeden Gast: Wie bist du zum Fußball, wie bist du zur Energie gekommen? Und bei dir ist das tatsächlich schon ein paar Tage her, ne? Ja, schon eine ganze Weile her. Ja, wo fange ich am dümmsten an? Ich habe ja mal früher habe ich ja selber mal bei Energie Fußball gespielt, wenn man das mal so sagt, in den A- und B-Junioren. War ich da 4 Jahre aktiv gewesen. Danach, das muss 76 muss das gewesen sein, hat mich dann Dynamo Cottbus, hieß der Sportverein damals noch. Jetzt heißt der, glaube ich... Was ist Dynamo? Dynamo, ist das? Das war der Polizeisportverein in Cottbus gewesen. Hinten an der Schlachthofstraße. Ist das Viktoria jetzt? Nee, Viktoria ist, glaube ich, noch draußen, nicht? Ich bin mir doch überfragt. Unser Chat weiß das ja meistens, sowas. Ja, wer ist Schlachthofstraße? Schlachthofstraße ist das... Boah. Also. Aber jedenfalls, wir sind dort zu fünft, sind wir damals dann gewechselt. Da waren so eine Spieler dabei wie der spätere Co-Trainer Hagen Reek, Klaus Pohle, Uwe Domsch, Uli Brandt. VfB Cottbus. Ja, VfB, danke. Danke, Chat. Ja, und dort habe ich dann noch ein Jahr in der damaligen Bezirksliga gespielt. Und dann hat mich leider Knorpelschaden meine, ich sag mal, bis dahin steile Karriere gekostet. Wie alt warst du da? Damals war ich 20. Ja. Und damals war das dann die große Karriere, die angestrebte Karriere, war damit beendet. Ah, okay. Ich habe mich da noch ein bisschen aktiv oder fit gehalten in einer Betriebsliga. Und dann haben wir da immer einmal trainiert und dann Freitag mal gespielt. Wurden auch mit der damaligen Betriebsliga-Mannschaft, das war Taxi e.V. nannte die sich, obwohl wir keinen Taxifahrer hatten. wir sind damals zu deutschen Meisterschaften gefahren, den deutschen Meisterschaften der Taxifahrer und wurden sogar deutscher Meister. Unter den Taxifahrern? Unter den Taxifahrern. Obwohl ihr keinen Taxifahrer hattet. Obwohl wir keinen Taxifahrer hatten, das war alles Busduk und Trug. Ach so. Ich glaube, in den ganzen Mannschaften gab es nicht einen Taxifahrer. Wenn du jetzt aber zu so einem Turnier fährst und die anderen Taxifahrer sagen, na Mensch, sag mal, wo fährst denn du, was machst du denn da? Skoda oder Moskvitz oder was wir gefahren sind, ich weiß es nicht. Ja, da wurde nie gefragt. In welchem Jahr war das? Weißt du das noch? Ja, das muss dann irgendwie so knapp 80 Jahre oder was muss das gewesen sein. Also da hat zum Beispiel dort mitgespielt Peter Klima. Also den alten Cottbuser Fußballleuten sollte das schon ein Name sein, Peter Klima. Ja gut, mir jetzt nicht, auch, aber ist hat er damals nicht. Auch gespielt, ja. Okay. Also ehemaliger Energiespieler auch. Ja, ja. Na, Hagen Reek war jetzt der bekannteste. Hagen Reek war damals bei Dynamo Cottbus, war es der bekannteste, ja. Das stimmt, ja. Also es war schon eine tolle Zeit. Und wie bist du dann zur Energie gekommen? Ich habe dann in der Firma Branden Arbeitsschutz gearbeitet. Und wir hatten uns damals schon mit der ganzen Beflockung und prinzipiell mit der Beflockung der Trikots beschäftigt. Das ist ja jetzt der andere André, ne? Das ist jetzt der andere André. André Günther macht das jetzt bei der Firma. Und ich hatte eben gute Kontakte zu Hajo Prinz, dem damaligen Mannschaftsleiter. Und dadurch war man ja fast regelmäßig im Stadion und hat dann auch den anderen oder eben einen kennengelernt. Und später hatte mich dann der damalige Physio Matze Heidrich hatte mich da mal angesprochen, wie es aussieht, ob ich mir das vorstellen könnte. Die Funktion vom Hajo damals. Hajo ist dann schon ausgeschieden, dann haben das verschiedene andere Personen übernommen, wie Kellogg's, wie Detlef Irrgang. Dings letztens erzählt, dass Detlef Irrgang ja auch mal Mannschaftsleiter war. Ist mir irgendwie Detlef Irrgang war auch Mannschaftsleiter. Ralf Lemke natürlich. Ralf Lemke hat das erzählt, richtig. Er ist dann zum Marketing gewechselt. Und ja, dann bin ich dann zu einem Vorstellungsgespräch dort erschienen und habe mit dem damaligen Manager, mit Steffen Heidrich, die Gespräche geführt. Und dann war das eigentlich relativ schnell erledigt gewesen und noch ein Gespräch mit dem damaligen Trainer Bojan Prasnicka geführt. Und dann, ab dem Zeitpunkt war ich dann halt ich habe ja im Vorhinein auch so mit ein paar Leuten gesprochen und da gab es tatsächlich welche, oder was man immer wieder rausgehörte, aber
braucht denn eine Regionalligamannschaft einen Mannschaftsleiter? Wo ich gesagt habe, manche, also aus meiner Sicht, aber da habe ich dann gemerkt, dass viele das vielleicht gar nicht wissen, aus meiner Sicht ist ein Mannschaftsleiter, ja, hat ja mit die wichtigste Position, weil er natürlich so ein bisschen, immer alles ein bisschen ja gut, siehst du jetzt als Mannschaftsleiter nicht so, aber ich finde so ein Mannschaftsleiter, egal ob jetzt hauptamtlich oder ehrenamtlich, in den unteren Ligen ist natürlich ehrenamtlich, aber es gibt ja in so einer Mannschaft auch wahnsinnig viel zu organisieren. Und das ist, glaube ich, so deine Hauptaufgabe, nicht? Also was macht ein Mannschaftsleiter genau? Also man kann die Unterschiede zwischen, ich sag mal, Bundesliga und Regionalliga, die sind nicht so riesig groß. Sicherlich ist mehr organisatorische, sind mehr organisatorische Abläufe in der Bundesliga stehen im Vordergrund. Aber wir wollen uns ja, und das hört man ja auch unter jedem Statement heraus, dass man sich professionell hier aufstellen will, dass man die Spieler vernünftig begleitet, ja, dass eben dementsprechend auch alles versucht wird, den Jungs dann eben auch, ich sag mal, bereitzustellen und zu ermöglichen, dass sie ihren Beruf ausüben können. Das spielt ja mit Sicherheit, Entschuldigung, ich musste mal noch schnell was einstellen, ja. Wegen unseres nächsten Gastes, aber das spielt ja sicherlich bei der, also so die Gegebenheiten, so wie Platz, Trainingsbedingungen und so weiter, spielt ja sowas sicherlich auch eine Rolle, oder? Ja, es sind so viele Abläufe, die sich jetzt im Laufe der Zeit, ja, das ist selbstverständlich eigentlich für uns nicht. Es werden Trainingspläne an verschiedenste Mitarbeiter verschickt, um dementsprechend auch den Vorlauf zu haben, dass die Plätze eben dann eben vorbereitet sein sollen. Und ja, es gibt immer wieder kleine Schwierigkeiten, aber es ist doch viel Organisatorisches dran, nicht? Also das ist, es sind so bestimmte Abläufe am Spieltag, es sind Auswärtsfahrten zu planen, zu organisieren, in Absprache natürlich mit dem Trainer und mit Maxi Zimmer. Das steht immer im Vordergrund und die Abläufe, die sind in der Bundesliga genauso. Sicherlich waren es zu den damaligen Zeiten, Bundesliga, wurde eben viel geflogen, was jetzt alles viel mit dem Bus gefahren wird, oder auch zu Drittliga-Zeiten wurde alles mit dem Bus gefahren. Und da ist es dann schon Essen bestellen für die Rückfahrt, Hotels organisieren und. Also das ist schon Trainingsplätze. Wir sind ja meistens einen Tag vorher mal angereist zu Bundesliga-Zeiten. Dort musste nochmal ein Abschlusstraining gemacht werden. Manchmal sind wir dann auch vor Ort geblieben. Dort musste dann die Wäsche wieder gewaschen werden und die Trainingssache muss bereitgestellt werden. Du weißt es, du kennst es aus dem Trainingslager. Ich wollte gerade sagen, ein Wahnsinn. Es ist dann schon ein bisschen Aufwand, nicht? Also das ist schon wirklich so viel so Kleinmist zu erledigen. Bist du eigentlich, wenn du jetzt gerade Trainingslager, Schille20 grüßt uns und sagt, Big Mama ist André. Wer auch immer das ist, schön. Wer auch immer Schille20 ist, toll, schön, dass du zuschaust. Ach, ich glaube, ich kenne ihn. Kennst du, ja? Na, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber man kann ja an dem mit Namen, dem Schille, das sagt mir eigentlich was. Ich habe da mal von jemandem was gehört, also ich glaube, Schille, ich kenne dich. Wahrscheinlich kennt er dich auch, sonst würde er nicht Big Mama sagen. Nee, aber wenn du sagst, Trainingslager zum Beispiel, mit unserem nächsten Gast, der schrieb dann gestern Abend auch, wir werden ja gleich mit ihm sprechen, der schrieb dann gestern auch, oh, diese, was haben wir gelacht im Trainingslager, in den beiden, wo ja, ich zumindest mit war. Aber da war es ja auch so, ihr habt ja wahnsinnig viel Gepäck und wir haben ja 2012, kann ich mich daran erinnern, da war alles noch kameramäßig alles noch größer und so, da hast du schon immer gesagt, macht nicht so viel. Ihr habt das noch zu uns mit reingegeben. Ja, genau, ja, wir hatten genau, ja, Mindestvolumen gehabt. Wir hatten, ich glaube, das war, wir durften nicht mehr wie 700 Kilo mitnehmen. Also das war dann schon alles begrenzt. Gut, wir hatten dann immer noch unsere Koffer, unsere Taschen, Sporttaschen gehabt, aber das Equipment war 700 Kilo und mehr durften wir nicht überschreiten. Ansonsten und ihr habt ja alles mitgenommen, ne? Also ich kann mich daran erinnern. Wurde ja alles mitgeschickt. Sogar die, also aus den Bällen wurde ja die Luft rausgelassen, genau, damit ihr mehr Platz habt für andere Sachen. Ja, damit wir mehr Bälle mitkriegen. Es wurde komplette Physio-Bereich wurde leergeräumt praktisch und in Kisten verstaut. Und du warst ja dabei und dann sind wir da halt auf dem Flughafen angekommen. Es wurde ja vorher zum Flughafen geschafft nach Berlin. Tegel sind wir damals geflogen. Und in Antalya speziell, dann wurden dann immer Pärchen gebildet, die eben dann eben die Kiste Nummer 7, genau, mussten dann eben zum Bus dann wieder schaffen dann, nicht? Also das wäre ohne Spieler, ohne alle, dass alle anpassen, wäre das gar nicht gegangen. Also das waren ja 25 oder 30 Kisten. Ja, ist schade. Ich habe damals wurde
zwar viel archiviert, aber das ist wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, bei der alten Firma ist das leider alles geblieben. Schade, es waren schöne, ich weiß, wie du mal ins Hotel gerannt bist. Ja, ja, Zehntaler. Aus dem Wäschekorb rausgekommen bist und versteckte Kamera gespielt hast. Ja, ja, Zehntaler, tagelang, einen ganzen Tag Film. Ja. Und dann die Nacht schneiden und dann nächsten Früh, kannst du dich vielleicht 2014 zumindest erinnern, hat der Lars Töffling immer das Tablet gekriegt zum Frühstück, wo richtig die Spielzusammenfassung vom letzten Tag oben war. Ja. Und dann hat er gesagt, na, meistens hat er gesagt, ist gut. Also Lars halt. So wie Lars ist, ja. Nee, genau. Ja, ja, lad hoch, alles klar. Oder nee, kannst du öffentlich okay machen und ja, so. Ja, 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 ja. Aber vermisst du das manchmal, so dieses Trainingslager? Es war ja, das ja auch. Das war schon immer eine gute Zeit des Kennenlernens. Ich gerade. Zu der Jahreszeit war es ja manchmal nicht angenehm, hier in Cottbus zu trainieren. Ja. Obwohl wir eigentlich auch immer, naja, wechselhafte Bedingungen im Trainingslager hatten. Das stimmt. Ich erinnere mich, dass es einmal wahnsinnig windig war. Es war windig und es war sehr, sehr kalt stellenweise. Und gerade wenn wir früh trainiert haben, waren es manchmal wirklich bloß 10 Grad oder 11 Grad. Und wir waren ja auf die klimatischen Bedingungen zum Teil manchmal gar nicht eingestellt. Wir hatten gar keine dicken Sachen mitgehabt. Naja, richtig. Also wir sind ja hingeflogen, um unter wärmeren Bedingungen zu trainieren, als wir hier in Cottbus, nicht? 2014 zum Beispiel, kann ich mich erinnern, gab es nur einen Tag, wo es warm war und da waren richtig die Jungs dann auch im Wasser. Ja. Und das war nämlich der Tag, wo der RBB nicht da war, den sie es nicht bezahlt gekriegt haben und dann hat er von mir noch die Aufnahmen gekriegt, weil das sah natürlich schön aus. Ja. Aber ich sehe gerade, unser Gast ist da, pünktlich auf die Minute, war früher schon so? Immer pünktlich. Immer. Pass auf, dann machen wir jetzt hier Trommelwirbel. Wir freuen uns, dass er da ist und sagen herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Unsere ehemalige Nummer 15 von früher, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht sagt er auch was anderes. Da ist er. Herzlich willkommen, guten Abend, Alexander Bittroff. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist, Alex. Schön, dass das geklappt hat. War ja eine spontane Nummer, ne? Ich wollte es ja eigentlich langfristig mit dir planen. Ja, aber wir sind auch spontan beide und da kann man das schnell organisieren. Genau, schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja vorhin kurz gesprochen, André ist auch da. Er sagte, ihr hattet zwischendurch, also ich habe es aus dem Gespräch auch rausgenommen, ihr hattet zwischendurch immer mal wieder Kontakt, ne? Also ihr habt den Kontakt nicht so richtig verloren. Nö, immer wieder. Also wenn es mal um Spiele gegangen ist, haben wir miteinander geschrieben. Wenn es mal um Karten ging, haben wir Kontakt gehabt miteinander. Ja, über alltägliche Dinge. Und dadurch, dass ich jetzt auch wieder näher in Cottbus dran bin, dadurch, dass meine Frau jetzt in Cottbus arbeitet, wird man sich wahrscheinlich noch öfters mal über den Weg laufen. Du, also wenn du mal ein Spiel gucken willst, ne? Ich besorge dir eine Arbeitskarte. VIP weiß ich nicht, ob ich durchkriege, aber eine Arbeitskarte kriege ich durch für dich. VIP zur Zeit schwierig. VIP wird eng, VIP, ja. VIP würde ich auch sagen, ist kein Problem. Nee, cool. Wie geht's dir? Zumindest erste Frage natürlich. Mir geht's soweit gut. Also ich kann jetzt nicht klagen. Hier in Magdeburg läuft alles aktuell sehr, sehr positiv. Wir haben einen ordentlichen Trainer, wir haben eine ordentliche Mannschaft. Haben aus 3 Spielen 7 Punkte geholt, gegen St. Pauli im Pokal leider 3-2 verloren. Aber es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Und im Endeffekt kann ich mit meinen 32 Jahren jetzt mich nicht beklagen. Ich fühle mich gut. Ich bin groß von Verletzungen verschont geblieben und ja, bin eigentlich noch topfit. Und irgendwie finde ich, ohne dir jetzt auf gut Deutsch, also ihr könnt ja gut Deutsch reden, ohne dir jetzt Honig ums Maul zu schmieren, aber ich finde, so richtig älter geworden bist du auch nicht, oder, André? Nee. Ja, das ist die Pflege zu Hause. Kriegst du gute Pflege? Wochenendpflege aktuell, ne? Dadurch, dass er das aktuell so weit entfernt, also Krefeld war ja noch weiter, jetzt ist ja Magdeburg-Cottbus, ist jetzt auch immer noch im Rahmen. Und ja, ich habe mich, denke ich, mal gut gehalten. Nicht nur vom Aussehen vielleicht, ne, sondern auch auf dem Feld bin ich noch einigermaßen spritzig. Also den einen oder anderen Kilometer machst du noch, oder? Ja, jetzt als Innenverteidiger, jetzt nicht mehr als Außenverteidiger, jetzt muss ich nicht mehr die Linie hoch und runter schuppen. Jetzt bin ich Innenverteidiger und habe im Schnitt meine 10 Kilometer und das ist auch in Ordnung. Ja, aber 10 Kilometer für einen Innenverteidiger ist jetzt nicht verkehrt, oder? Ist schon ordentlich, ja. Ich glaube, das ist schon ordentlich. Wie ist es in Magdeburg? Magdeburg ist mittlerweile dritte Liga. Wie ist da so Stimmung, Publikum? Ja, jetzt aktuell wieder besser. Ne? Also wir hatten jetzt wirklich ein Jahr lang gehabt, anderthalb Jahre, wo es jetzt nicht so war, ja. Wo es eigentlich katastrophal war. Ohne Zuschauer, gerade hier in Magdeburg, weil halt doch die Stadt wirklich verrückt ist nach Fußball. Und jetzt hatten wir 2 Spiele gehabt, gegen Freiburg 2 und gegen St. Pauli, wo jetzt mal 14.500 Zuschauer da waren. Und das ist schon was ganz, ganz anderes. Und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und ich hoffe, dass es jetzt so in dem Rahmen weitergehen kann, trotz der steigenden Corona-Zahlen, dass wir irgendwo auch ja, das weiter so durchbekommen, dass wir Fans im Stadion haben. Mhm. Viele haben immer gesagt, auch bei uns, obwohl es natürlich bei uns ist es ja nicht ganz so laut, aber viele haben immer gesagt, dass man das gar nicht mehr gewöhnt ist, dass das so laut ist. Ne? Also, dass man sich erst wieder umgewöhnen muss, dass man gar nicht mehr so leicht mit seinem Nebenmann oder so kommunizieren kann, weil man wieder lauter brüllen muss. Ist das bei dir auch so? Ich muss sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich, glaube ich, an alles. Also, ohne Zuschauer war es am Anfang auch komisch, aber man hat sich daran gewöhnt. Jetzt wieder mitzuschauen, ist es natürlich auch wieder was anderes. Man hat eine andere Atmosphäre. Man hat auch selber eine andere Spannung, weil die Zuschauer einen nach vorne peitschen. Man hat Adrenalin im Blut, was man vielleicht in der Zeit ohne Zuschauer weniger hatte. Und das ist schon ein positiver Vorteil für die Heimmannschaft. Also wenn man jetzt mal das hier in Magdeburg betrifft, ist das für uns immer ein 12. Mann und ein Vorteil, wenn wir gegen den Gegner spielen. Auch als Master Mourinho schreibt gerade im Chat, auch als Fan war es wieder ungewohnt. Ich fand's ja geil. Wenn endlich, gut, bei uns war es, glaube ich, letztens 4,5 oder ja, irgendwie also so in der Art. 4,8 und jetzt waren es 4,26 oder sowas, ja. beim letzten Heimspiel. Aber es war schon, also die Stimmung war schon überragend gewesen, das muss man lassen. Also das ist schon. Ist ja auch schön, muss man halt sagen. Ne? Ja. Das Stadion in Magdeburg, aber auch das Cottbusser Stadion ist ja sehr, sehr eng. Ja. Und das war ja schon damals so, dass es immer relativ laut war und das ändert sich ja noch nicht mehr. Naja, und dann die Atmosphäre halt, dass der Oberrang auch geöffnet war und sowas, das kam schon auch so, für ihn selber war das schon eine gute Geschichte. Und dann noch da draußen der leidenschaftliche Trainer, der immer dabei ist, Gas gibt. Achso, es ist ja nicht nur einer. Da sitzt ja noch Maxi Zimmer auch mit um und Maxi ist ja auch sehr emotional. Ja. Also wir sind da schon gut aufgestellt draußen. Ich glaube, die haben sie beide eine gelbe Karte oder Pele sogar schon? Nee, beide jeweils eine, ne, wenn ich mich recht erinnere. Maxi hat ja seine im BFC, genau. BFC, richtig. Und Pele weiß ich gar nicht. Pele war bloß eine Mahnung. Ich glaube, es war keine gelbe Karte. Okay. Ich habe nur die Szene letztens gesehen, wo der Elfmeter nicht gegeben wurde, das ist gleich nach ein paar Minuten. Ja, ja, beim letzten Spiel gegen Auerbach, wie er da ausgerastet ist. Natürlich. Ja, aber das ist... Also, alles gut. Ich finde es sehr gut. Ich finde es gut. Muss raus. Also wenn du die muss raus, die Emotionen. Ne? Wenn du die Zusammenfassung geguckt hast, dann sage ich mal so, es war nur ein Bruchteil. wir konnten natürlich... Ja, und du sitzt dort unten, nicht? Und ja. Du stehst ja auch manchmal auf, ne? Aber ich finde, du bist immer noch der ruhigste von allen. Ja, wenn alle rumspringen, ich sag mir, was sollen wir alle rumspringen? Das bringt eh nichts. Ja. Ich kann mich nur an Dr. Koch erinnern. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, das ist natürlich auch der Klassiker. Ja. Kochi kann auch schon sehr, sehr, sehr rausgehen. Es war mal damals die Geschichte, ich weiß nicht, warst du dabei gewesen an der Mittellinie, dieser Boxkampf, der angedeutete Boxkampf. Der war schon, das ist, glaube ich, also könnte auch eine Geschichte sein. Das werde ich nie vergessen. Ja, aber ich meine, er weiß ja, wie es am besten wieder verheilt, weißt du? Also, wo es am besten jetzt am schnellsten wieder verheilt. Ja, also ich hätte den Kampf auch gerne gesehen. Und so ähnlich war es ja mit Maxi letztens auch, aber Maxi hat ja gesagt, er musste 20 oder 50 Euro in die Mannschaftskasse hauen, weil es sich nicht gehört. Als Sportdirektor hat er in der letzten Sendung gesagt, ja, ist okay. Aber es sind halt Emotionen und mal ehrlich, was wäre Fußball ohne Emotionen? Und da kommen übrigens, Alex, schon wieder unsere Spezialisten. Wir haben einen Chat, aktuell 67 Zuschauer und ein Chat, okay. die wissen so gut wie alles. Also deswegen machen wir auch immer ein Quiz zum Ende hin. Gegen Münster 2015, glaube ich, war das. Dr. Koch, ja. Ja, also gerade wenn wir unseren Museumsleiter kennst du bestimmt auch, René Stiller. Ja, genau. Der hat ja den Namen Museumsleiter und die Jungs, die wissen alles. Also ich merke mir ja keine Daten, keine Tore, keine Spiele. Nein. Wenn ich filme also sowieso nicht, sage ich immer, dann bin ich sowieso raus. Aber die Jungs da im Chat, die haben richtig auf Tasche. Ja, da auch nochmal Hut ab, ne, dass der auch da so die Daten sammelt. Ne? Ich habe da letztens auch mal wieder geguckt. Der hat ja wirklich fast alles dort und das ist natürlich auch eine Riesenarbeit und das macht schon Spaß, halt auch nochmal so alte Geschichten zu kramen oder auch mal, wo man selber gespielt hat, also das ist schon... Definitiv. Und alles ehrenamtlich, nicht? Und alles neben selben Job, stimmt, nicht? Ja. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt schreibt Scharfe übrigens, André Schilbach, Stürmer bei den Saale Bulls, das verstehe ich nicht. Aber das hängt mit Eishockey zusammen. Ach, das hängt mit Eishockey. Saale Bulls ist Saale Bulls Halle. Ich gehe davon nach Halle, müsste es sein, ja. Das kann sein, er war mal Eishockeyspieler. Und André Schilbach ist, falls du es nicht weißt, Alex, ist im Moment eigentlich für Marketing geholt, ist aber gerade Interims Geschäftsführer. Geschäftsführer
Und gibt richtig Gas. Ja. Ich hatte dir ja die Nacht schon geschrieben, da gibt es einige, die wirklich ordentlich Gas geben, viele Sponsoren ranholen. McDonald's ist jetzt wieder zurück als Sponsor. McDonald's, das ist ja natürlich ja? Wahnsinn. Also. Zu meiner Zeit gab es das nicht. Ne? Nee, aber wir haben ja McDonald's mal gehalten. Warst du dabei? Ja, das stimmt. Ja, da haben wir doch schon mal gehalten. Also reichlich, ja. Alles stimmt. Aber ich finde ja auch die Arbeit, also wenn man das jetzt von der Entfernung betrachtet, ne, also ist schon ein Wahnsinn, was da jetzt aktuell auf die Beine gestellt wird. Ne? Und wie jetzt die Verantwortlichen, auch das Präsidium, die da wirklich alle Gas geben und den Verein wieder auf Vordermann bringen wollen. Das ist schon Wahnsinn. Und ich bin ja auch echt stolz darauf, dass das halt wieder in gute Richtung geht. Ne? Dass das auch wirklich wieder in die Bahn geht, wo es vielleicht auch mal wieder hin soll in Zukunft. Definitiv. Vielleicht sogar mal Platz für dich in der Heimat. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Warte, ich mache ein Vollbild. Damit wir die Emotionen im Gesicht mehr rüberkriegen. Alles gut. Ja. Nee, aber du hast gesagt, du hast ja, die Nähe ist ja nicht nur räumlich da, sondern nach Cottbus ja ein bisschen genauer, ne? Ja, wie gesagt, durch meine Frau aktuell, die jetzt wirklich in Cottbus seit August arbeitet. Und da kreuzen sich die Wege auch wieder zwangsläufig in Zukunft. Und man weiß ja auch nie, wo eine Reise hingeht und ich sage ja auch immer so schön, man sieht sich zweimal im Leben und was jetzt am Ende der Karriere noch wird, wird man sehen. Es gibt ja in der nicht ganz so weit zurückliegenden Geschichte sogar Beispiele dafür, dass man sich nur dreimal im Leben sieht, ja. wenn ich jetzt an Pele denke. Stimmt. Aber das stimmt. Ja, nee, wär doch schön. Gab es denn einen Kontakt zu Cottbus, was das Spielerische jetzt aktuell angeht? Oder bist du bei Magdeburg aktuell so fest, dass du sagst, zwei Jahre mache ich noch und dann trainiere ich in der dritten Liga bei Energie ab? Also ich habe Vertrag bis Sommer nächstes Jahr und bei Magdeburg und ich fühle mich hier pudelwohl und aktuell bringe ich auch gute Leistung auf den Platz und ja, wie es dann halt weitergeht, ob der Verein mit mir verlängern möchte oder was in Zukunft passiert, das kann ich heute Morgen nicht sagen, weil wir wissen selber, Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Das kann halt heute so sein, morgen so sein und von daher gucke ich da auch von Spiel zu Spiel und von Tag zu Tag und versuche meine bestmögliche Leistung auf dem Feld zu bringen und was dann ab Sommer und die nächsten Jahre dann ist, das werde ich dann sehen. Na, aber ich habe noch ein zweites Standbein aktuell, das kann man auch nochmal kurz sagen, ich studiere nebenbei Soziale Arbeit und Sport in Berlin als Fernstudium und versuche da halt auch noch ein zweites Stand bei mir aufzumachen. Und ich sag mal, die Sportschule Cottbus ist in der Nähe, Internat, habe ich alles mal durchlebt in der Vergangenheit und vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Möglichkeit, in Zukunft da irgendwo was zu machen. Wie heißt der Studiengang? Soziale Arbeit und Sport. Soziale also Arbeit in Sport? Nee, soziale Arbeit ist eine Richtung, ja? Sozusagen, also wie Sozialarbeiter. Der Sportbereich ist nur extra sozusagen. Und beides dann halt wird extra gemacht, aber trotzdem gibt es auch irgendwo Parallelen, weil man mit sozialer Arbeit auch viel Sport verbinden kann und dementsprechend ja ist man dann halt, wenn man den Gang absolviert hat, staatlich anerkannter Sozialarbeiter und unter anderem auch in die Sportrichtung und ja, da kann man halt natürlich vieles machen. Es ist ein breites Spektrum. Man kann im Internat arbeiten, man kann mit Kindern zusammenarbeiten, man kann in Jugendprojekten zusammenarbeiten. Also, da gibt es wirklich viele Dinge. Ist ja gut. Ja. Super. Brauchen wir. Sowas brauchen wir. Das, ich habe jetzt gerade überlegt, was man jetzt genau, aber das, wahrscheinlich weißt du das auch noch nicht so richtig, was du damit machen willst, aber das ist halt eine Richtung, was so für dich ist wahrscheinlich. Ich möchte mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Ich hatte jetzt auch heute noch ein Gespräch mit hier einer Einrichtung in Magdeburg, weil ich das halt für ein Studium brauche. Da geht es halt um, die heißt Villa Wertvoll und da geht es halt darum, dass Kinder gefördert werden mit Angeboten, mit Workshops, mit Tanzen, mit Choreografien, mit Sport. Und das ist halt sowas, wo man halt, ja, was zukunftsträchtig ist, ne? Was es vielleicht viel zu wenig gibt. Das klingt gut und ich glaube, sowas kann man in Cottbus auch gut gebrauchen. Und naja, so eine dauerhafte Trennung mit deiner Frau ist ja auch nicht schön, oder? Nee, das ist nicht schön. Es hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen entspannt, dadurch, dass wir jetzt im Umzug sind von Krefeld in die Heimat. Dann sind natürlich die Familie, auch die Eltern wieder in der Nähe und das passt. Das ich gucke noch, immer noch so ein bisschen mit einem Auge auf dem Chat. Frank von Energie FM schreibt zum Beispiel am 9.8.21, er meint aber 9, hat er korrigiert, am 9.8.2009 feierte Alex sein Zweitliga-Debüt beim FCE-Trainer, damals Klaus-Dieter Wollitz. Kannst du dich noch daran erinnern?
Welches Spiel war das nochmal? Ich habe das gerade nicht verstanden. Am 9.8.2009, das war dein, Zweitligadebüt oder Debüt wahrscheinlich in der ersten Mannschaft. Das war das 3-1 gegen Augsburg, genau. Ein Tor und eine Vorlage. Boah, das kann ich nicht mehr. Na gut, du hast natürlich nicht, ich habe gestern Abend, nachdem wir geschrieben haben, noch ein bisschen geguckt und ein bisschen gelesen. Ich bereite mich ja auf die Sendung nie vor, aber so ein bisschen grundsätzliche Informationen war mir dann doch wichtig. Aber du hast die vier Tore, die meisten Tore hast du in der zweiten Liga geschossen, habe ich gesehen. Die vier Stück. Ja, dritte Liga ist nicht viel dazu gekommen. Woran lag das? War dir zu wenig? Nee. Einmal, also das hat verschiedene Ursachen. Es gibt ja immer Schiedsrichterentscheidungen, wo man Tore nicht zählen. Abseitsentscheidungen, wo Tore nicht zählen, die spitz auf Knopf sind. Ja. Dann habe ich mal ein Tor geschossen vor 2 Jahren in Halle, wo ich einen Gegenspieler angeschossen habe aus 30 Metern und der Bein zurückgeflogen ist, wurde mir nicht anerkannt. Und dementsprechend wird es mal wieder Zeit, dass ich mir treffe. Ne? Also ist schon ein paar Wochen und Monate her. Hättest du dich vielleicht auch bei Kollege Töffling beschweren können, wenn das in Halle das war. Das stimmt, ja. Ja, gut. Alex, ich will dich gar nicht, guck mal, Viertelstunde ist fast rum. Ich könnte wahrscheinlich noch, wir könnten noch eine halbe Stunde mit dir quatschen. Sonst kostet es mehr Geld, wenn er länger spricht. Ja. Ich bin schon so die schwarze Kasse an. Jetzt muss ich aber vorsichtig sein, was ich hier sage. Nee, ich freue mich, dass das geklappt hat. Schön, wir warten jetzt gerne noch immer auf. Gerne mal wieder, ne? Also, wenn ihr wieder Lust habt, einfach anschreiben. Ja, ich habe mir... Ich habe mir dann so überlegt, ich muss mal den Kollegen mit dem anderen großen B anschreiben, der ja jetzt frisch zurück in Deutschland ist. Habt ihr Kontakt mit Bernie? Leider nicht. Dadurch, dass er dann nach England gegangen ist, hat sich das alles so ein bisschen durch die Entfernung. Es ist auch relativ schwierig, da Kontakt zu halten. Ist jetzt aber nicht jetzt so weit weg von mir. Und mal gucken, ob ich irgendwo mal seine Nummer rausbekomme. Dann müssen wir eigentlich mal wieder schreiben, weil wir auch viel Zeit miteinander in Cottbus verbracht hatten und auch, ja, gut zusammengepasst haben damals und mal gucken, ob wir vielleicht mal zusammen hier in den Chat kommen können. Das wäre auch eine Variante, aber dann müssen wir eine Sondersendung machen, weil das wird ein bisschen länger, wenn wir vielleicht die eine oder andere Trainingslagergeschichte noch rausgraben. Oh, da kenne ich aber auch noch einige andere probieren. Ja, also. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ja, Alex, eine Sache habe ich noch. Wir spielen, ihr spielt ja auch morgen, glaube ich, habe ich gesehen. Genau. Ne? Gegen Duisburg, ja. Gegen Duisburg, ah ja, stimmt. Blau-Weiß gegen Blau-Weiß habe ich gesehen. Natürlich viel Erfolg dafür. Hast du vielleicht Lust, wir spielen ja morgen auch gegen Fürstenwalde. Wollen wir mal kurz ein paar Grüße aufnehmen? So für alle die jetzt nicht zuschauen, ich hoffe, es sind mehr, die morgen da sind. Was möchtest du denn für Grüße wissen? Oder was soll naja, vielleicht sowas wie, hallo Energiefans, hier ist Alex Bittroff, schön euch mal wieder zu sehen. Ich wünsche euch viel Erfolg oder sowas. So, hallo Energiefans, hier ist Alexander Bittroff. Morgen ist euer großes Spiel gegen Fürstenwalde und ich drücke euch alle Daumen und hoffe, dass ihr das Spiel gewinnt und dass ihr eure Ziele alle schafft. Und vielleicht auch dieses Jahr im Aufstieg mitspielen können. Das Super. Ging jetzt schneller als erwartet. Aber Plan, ja. Manchmal ist das so im Leben. Alex, vielen, vielen Dank. Hier kommen schon die Grüße. Tommy und Sophie schreiben viel Erfolg und alles Gute. Danke. Master Mourinho hat schon Julian Börner festgemacht mit dem, mal gucken, vielleicht kriegen wir das mal hin. Und ich wünsche dir viel Erfolg morgen, auch in deiner Funktion, in der du dann auf dem Platz stehen wirst. Und ich hoffe, wir sehen dich mal bald in Cottbus. Also ich denke, du bist im Stadion immer gerne gesehen. Und eine Arbeitskarte hast du sicher. Steht dieser Film drauf? Ich hoffe, es stört dich nicht. Darfst aber in VIP damit. Steh ich auch hinter der Kamera, kein Problem. Da bin ich mal spannend. Kamerakind Alex. Das ist gut. Ich habe ja auch mit einem Kameramann immer, war ich gut befreundet mit dem Peter Aswin, der auch ab und zu für Genau. Ja. Siehst du, Peter habe ich tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Aber gut, er hat ja dann nicht mehr Fußball gemacht. Aber er hat ja dann mehr, mehr redaktionelle Sachen gemacht, nicht, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ich habe jetzt auch letztens mit ihm Kontakt gehabt, weil er, glaube ich, seine Mutter kommt hier aus Magdeburg. Also von daher. Ah ja. Wenn du das nächste Mal Kontakt hast mit ihm, bestell doch mal einfach schöne Grüße. Mach ich. Alex, viel Erfolg morgen. Danke. Danke. Alex, ciao. Mach's gut, ciao. Ciao. Bis bald. Ciao. Jo, das war er. Sehr schön. Pinky schreibt, Pinky ist übrigens auch eine lustige Geschichte. Pinky ist nämlich, den haben wir in Berlin getroffen, als wir uns mit Ostsport getroffen haben. Mhm. Weil Pinky kommt aus Spremberg, studiert.
Piggy, ich weiß nicht mehr was, aber ist nicht schlimm. Und macht bei, also auch Sport, Sozial, irgendwie sowas in der Art. Es tut mir leid, ich merke mir sowas nicht. Okay. Und macht jetzt bei Ostsport ein Praktikum. Oi. Und ist morgen für Ostsport, er filmt morgen für Ostsport bei uns, auch für uns. Und macht die dritte Kamera. Bei Ostsport braucht er immer ein paar mehr Perspektiven als wir jetzt Energie-TV. Wir sind da ja nicht ganz so. Und Sportjournalismus. Ja. Das war lustig. Und Pinky ist auch schon öfter im Chat und hat auch ein ziemlich großes Energiewissen. Aber Pinky, weißt du, morgen musst du halt nicht nur, sondern da musst du auf alles so ein bisschen achten. Ich hoffe, du lässt dich nicht ablenken von den drei Toren. Wir hoffen doch. Das ist immer das Schwierige. Du musst nämlich, du darfst nicht natürlich, wenn du in dem Spiel drinne bist, musst dich halt immer auf die Kamera konzentrieren, weil wenn du zu sehr im Spiel drinne bist, dann vergisst du die Kamera zu schwenken. Du guckst dann morgen drüber. Und wenn du, ja, aber wenn du gewöhnt bist, bei einem Tor zu jubeln und dann jubelst du und lässt die Kamera los, ist doof. Meistens funktioniert das nicht so richtig. So, nee, schön. Hat mich gefreut, mit Alex mal wieder zu sprechen. Ja. Und du sprichst ja öfter mit ihm, aber hast ihn jetzt wahrscheinlich nach einer Weile auch mal wieder gesehen. Ne? Gesehen, wieder mal gesehen, ja. Aber also tatsächlich finde ich, er hat sich kaum verändert. Also er ist, wirkte nicht großartig älter. Nee, als vor. Also 8 Jahren oder so. Nee, gar nicht. Also wirklich zumindest, was man gesehen hat. Also das war ist okay. Ja, aber also, er hat ja gesagt, er ist ja noch voll im... Das sieht man auch in den Bildern, die man dann von Magdeburg mal zu sehen kann. Ja, ist ja das schon alles, voll im Saft und ja. Ich finde tatsächlich 10 Kilometer ist nicht schlecht für Abwehrmitte. Das stimmt. Ja? Und wenn er vieles mit Auge macht, dann ist das schon gut. gut, dass du das sagst, hätte ich fast vergessen. Ja, du kriegst schon morgen, ich werde dich schon noch mit ein paar Tipps vollballern. Wo steht Pinky dann? Welche Kamera? Wir fangen an, er macht eine Kamera unten, also erste Viertelstunde Mitte, ist ja kein Geheimnis, kann man ja verraten. Ja. Erste Kamera Mitte, sodass er die Trainer mitnimmt und dann geht er zu der Kamera, die er vorher aufgebaut hat, Süd oben. Das ist ja auch immer interessant. Also letztens hat Emma von Ostsport die Kamera gemacht und die musste natürlich auch erstmal gucken, weil du musst ja von der Tribüne auf das Dach und über das Dach dann wieder runter in den Korb. Da hängt ja unterm Dach so ein Korb. Ja. Und im Moment ist es gut, dass da keine Gästefans sind. Weil wenn die anfangen zu springen, dann wackelt die Kamera nämlich auch. Weil dieser Korb. Der ganze Korb wackelt doch. Genau, mit der Tribüne. Na dann, viel Spaß. Also Pinky, du wirst Spaß haben morgen. So, dann gucke ich mal, ob Erik schon da ist. Aber ich glaube, Erik ist noch nicht da. Doch, Erik ist schon da. Und Erik, du kannst dein Bild anmachen. Dann sehen wir dich auch, wenn du uns hörst. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, Bild ist da. Jetzt brauchen wir bloß noch den Ton. Wenn du jetzt noch den Ton freigibst, dann, kleinen Moment, den muss ich hier noch anmachen. So, und dann ist er da. Guten Abend, Erik Engelhardt, grüß dich. Guten Abend. Diesmal nicht aus einer Lokalität in Cottbus? Puh. Nee, jetzt aus meiner neuen Wohnung. Bin meine Freundin hier, haben uns gut eingelebt und ja, jetzt bin ich bei euch und ich freue mich. Tatsächlich wäre das eine meiner ersten Fragen gewesen. Was mache ich denn jetzt? Nein. Ja, ich nehme alles vorweg. Nee, ich stelle trotzdem, sieht ein bisschen nach Innenstadt aus. Gemütlicher Innenstadtwohnung mit so ein bisschen Holz drumherum. Dachgeschosswohnung. Nee. Habe ich auch, ist schön, wenigstens schön warm im Sommer. Nee, Hauptbahnhof. Ja. Echt eine schöne Gegend an sich. Also. Ja. Schön, also denke ich, ich stelle es jetzt trotzdem in, so ein bisschen zumindest. Hast du dich gut eingelebt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich richtig gut eingelebt. Klar gibt es immer mal wieder Stress, sei es mit Wohnung, Möbel, von da nach da transportieren. Jetzt viel von Rostock nach Cottbus gefahren, noch ein paar Möbel und Waschmaschine und so. Das ist alles ein bisschen stressig, aber habe es alles gut geschafft. Und jetzt alles schon hier gut eingerichtet, schon jetzt gut eingelebt hier und ja, ich bin ja oft in der Stadt, mach viel Sachen in der Stadt, Kaffee trinken, essen gehen, von daher lerne ich da jetzt schon viel kennen und alles positiv. Ja, ich hatte mit André vorher schon gesprochen, habe schon gesagt, ich glaube zweimal warst du ja schon im Hintergrund, nicht? Einmal war Joshua Putze gewesen und ich habe... Zufällig. Ja, aber wer war der Zweite? Weiß ich gar nicht mehr.
Ich war bei Josh Putze. Ja. Und bei Jonas Hildebrand. Ach, Jonas Hildebrand war es. Ah ja, okay. Ja. Okay. Ja, gut eingelebt hast du dich, Umzug. Ich meine, gut, Rostock ist natürlich jetzt nicht so weit, ne? Ja, ich bin es gewohnt, die langen Fahrten, von daher war es für mich eigentlich ganz in Ordnung. 380 Kilometer, also von ich muss dazu sagen, ich habe schon seit Jahren wohnt meine Schwester in Rostock, deswegen sind wir auch öfter da. Und deswegen weiß ich, von unserer Haustür zu ihrer Haustür 380 Kilometer. Ja. Ja, und von meiner Heimat nach Rostock sind es nochmal mehr, also 510, 520 Kilometer. Ja. Mhm. Wo ist dein? Zieht sich auch schon ein bisschen. Wo ist Heimat? Heimat ist, was kennen wir da? Bayreuth ist da in der Nähe. Hof. Ja. Achso, du warst bei Nürnberg. An der Grenze. Bei Nürnberg, glaube ich, ne? Als junger Spieler. Ganz junger. Ja, in Nürnberg, ja. Ich war echt lange in Nürnberg. Als ganz junger, meine ich. Ist natürlich, muss ja voll dir sein, was du jetzt sagst. Noch junge. Immer noch junge. Genau. Ja. Nee, 8 Jahre in Nürnberg, dann 2 Jahre war ich in Rostock und jetzt bin ich in Kotti. Ja. Unterschied zwischen Cottbus und Rostock? Außer dass es weniger Möwen gibt im Moment noch bei uns. Wenn der Ostsee fertig ist, vielleicht mal mehr, weiß ich noch nicht. Ja, Unterschiede. Also von den Fans ähnlich. Also beide positiv verrückt. So an sich, die Stadt ist ein bisschen kleiner als in Rostock. Ja. Aber fühlt man sich auf jeden Fall wohl. Also, ich habe mich in Rostock und hier fühle ich mich sehr wohl. Von daher gibt es da keine Startschwierigkeiten. Im Osten fühle ich mich jetzt schon ein bisschen wohl, ist mir aufgefallen. Aber du weißt nicht warum oder wie. Ich meine, es ist ja schön, dass es so ist. Ja. Bin jetzt auch nicht der Fan von den Rivalitäten hier Ost und West oder so. Aber. Nee, aber ist ja schon schön. Ja, muss man ja schon abschütteln dann irgendwann, ne? CMU 86, wir gucken mal ein bisschen auf den Chat, schreibt übrigens großes Lob an Erik, der Junge hängt sich echt rein und ackert. Und JK schreibt, unser bester Torschütze bis jetzt. Tatsächlich. Und Tommy the Boss schreibt, mein Lieblingsspieler von Energie Cottbus. So schnell geht das. Auch wenn man noch nicht auf dem Zaun war. Vielleicht kommt es noch, ja. Das machen wir morgen. Mit dir, André. Ich komme nicht mehr hoch hier. Ja, lass uns mal über die drei Tore reden. Waren ja jetzt gerade gegen das letzte Tor gegen was haben wir, gegen wen haben wir? Auerbach, genau, Entschuldigung. Gegen Auerbach, da habt ihr euch ja, hatten wir auch schon das Thema, so ein bisschen freigeballert, kann man das so sagen? Ja, das denke ich auf jeden Fall auch so. Ich denke, das Spiel gegen Rathenow war ein bisschen so ein Knackpunkt, auch wenn das Spiel jetzt nicht so gut war und wir viele Chancen verballert haben oder einfach nicht gemacht haben, war das trotzdem so ein Spiel, bisschen so, wie so ein, dass wir den Schalter umgelegt haben. Ja. Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt, aber für mich war das so ein Spiel, das gehört einfach dazu, dass du einfach mal so ein, auf Deutsch gesagt, Kackspiel gewinnst. Und deswegen haben wir uns gegen Auerbach auch richtig gute Chancen ausgespielt. Der Gegner war jetzt auch nicht so gut, wie wir halt so, ja, die hatten schon eine Chance, hätten die gemacht, dann würde es vielleicht anders aussehen. Ja. Aber am Ende war es dann eigentlich schon souverän und dass wir das Ding dann mit 5-0 gemacht haben, ist schon echt richtig gut. Und ich hoffe, morgen geht es weiter. Nochmal 5-0? Also Energie FM, Frank fragt gerade, wie viele Tore hast du dir für diese Saison vorgenommen? Oh, vorgenommen schwierig. Ich glaube, ich bin einfach wieder froh, Fußball zu spielen. Ja. Und das über 90 Minuten, das hat mir lang gefehlt. Daraufhin habe ich lang hingearbeitet und die Tore am Ende gut und schön, aber ich denke, der Verein und die Fans, die stehen einfach im Vordergrund und mir ist es scheißegal, wie viele Tore. Hauptsache, wir gewinnen unsere Spiele und machen unseren Job und der Rest kommt von selbst. Also einfach weiterarbeiten. Und ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage aus dem Chat. Benny FCE, also gut, Benny gibt es ja viele. Ich glaube nicht, dass es Benny mit Hanschke wäre, weil der würde mit sich selber mit I schreiben. Er schreibt sich mit Y. Deine Meinung zu Pele Wollitz? Pele Wollitz, ja. Also es fing so an, dass ich hierher gekommen bin. Eigentlich ohne Erwartungen, muss ich ehrlich sein, weil jetzt nach der Saison war lang mit dem Verein und
hin und her, wo gehe ich hin, habe mir viel überlegt, was mache ich nächstes Jahr und wie geht es für mich weiter nach den 2 Jahren, die nicht so gut waren. Und da bin ich hierher gekommen, habe mich gleich am Anfang mit Maxi Zimmer getroffen und mit Tobi Röder, haben wir da gegessen und dann sind wir zum Stadion gefahren und dann kam der Trainer zu mir und schon vom ersten Moment, es war eine Aura, die du nicht beschreiben kannst, von seiner Persönlichkeit her, wie er mit dir umgeht, was er auch in dir sieht, so manche Sachen, die versteht einfach keiner, die verstehe auch ich nicht, aber es hat irgendwie alles Hand und Fuß und dann hatten wir auch ein gutes Gespräch, dann gleich am ersten Tag hat er mir aufgezeigt, wie sie mit mir planen, ist natürlich ein verrückter Typ, steht außer Frage, hat man auch in den letzten Spielen, glaube ich, schon gemerkt an der Seitenlinie und auch mitbekommen, wie er drauf ist. Aber positiv wirkt. Also, der pusht uns, auch wenn wir Scheiße spielen, baut uns auf, aber scheißt uns auch mal zusammen. Das gehört auch dazu. Es gehört einfach dazu, einfach mal Klartext reden, nicht im Mücken über einen reden, sondern einfach unter 4 Augen, unter der Mannschaft, die Sachen klar auszusprechen. Und das gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl hier. Von daher fühle ich mich richtig wohl mit dem Trainer, auch wenn er mal ab und zu einen Spruch rauslässt. Aber da gebe ich schon manchmal Paroli, von daher ist da alles gut. Aber das dürft ihr, ja? Also André, ja, wenn von Pele ein Spruch kommt, dann darf man auch was zurückkommen, oder? Ja, doch, ja schon. Je nachdem. Also André macht es ja auch. Was macht André auch? Ja, André kriegt auch mal einen Spruch ab und der natürlich, gibt auch mal, ja, klar. Ja, das gehört dazu und es macht auch irgendwie ein gutes Umfeld und harmonisch. Ja, das aber kann halt ja nicht alles rosig sein, nicht? Das muss auch mal, was eine Kabine ist, das ist eine Kabine halt, nicht? Und das gehört dazu. Das gehört dazu. Und ist das auch eine Art und Weise, auch wenn du vielleicht noch nicht Trainer hattest, die so ähnlich sind wie Pele, wenn es das überhaupt gibt, aber ist das auch so eine Art und Weise, wo du vielleicht merkst, dass das fördert bzw. auch fordert dich? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn wir mal ein bisschen nachlassen, dann gibt uns mal einen Tritt in den Hintern und sagt, ja, jetzt komm, stafft euch mal. Das gehört dazu, das macht es auch aus. Macht auch eine Mannschaft aus, die oben mitspielen will und die auch höhere Ziele hat. Von daher ist es absolut wichtig. Und Reibereien gehören dazu. Wäre schlimm, wenn nicht, wenn alles losig wäre und alles hinter Mücken irgendwie ausgesprochen wird. Von daher bin ich da echt zufrieden mit dem Trainer. Die Empathie passt. Das ist mir jetzt wichtig geworden, auch in der letzten Zeit, in der letzten schweren Zeit, die ich hatte, dass Empathie sehr wichtig ist. Das Menschliche einfach, die Kommunikation, dass man miteinander spricht, was passt nicht. Was können wir besser machen im Spiel? Von daher ist das echt. Ich kann mich nicht beschweren mit dem Trainer. Ja, und das ist, glaube ich, auch so, dass diese menschliche Komponente, glaube ich, ist immer so eins der größten Erfolgsrezepte von Pele, ne? Dass er auch immer Spieler, die relativ weit unten waren, jetzt nicht bei dir, Erik, aber doch Spieler, die einfach die eben noch nicht so da waren oder vielleicht mal eine schlechte Zeit haben, dass er die einfach motiviert und wieder hochkriegt. Ne? Also das finde ich immer wieder faszinierend an ihm. Ja, ja. Das rein menschliche und die Überzeugungskraft, die er eigentlich hat. Ja. Und das dann konkret auch anspricht dann gegenüber den einzelnen Spielern im 4-Augen-Gespräch oder im 6-Augen-Gespräch. Also das kommt schon positiv rüber. Also da. Ich gehe mal nochmal schnell auf die Fragen ein. Frank von Energie FM will nochmal wissen, war dein erstes Tor gegen Auerbach nur abseits oder nicht? Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also wir haben diesmal bei der Zusammenfassung, wir haben keine Linie gezogen, wenn du nach dem Oberkörper gehst, könnte. Ich glaube, mit dem Oberkörper war ich schon im Abseits, glaube ich schon nach den Bildern, die ich da gesehen habe. Aber es zählt ja, ne? Wie ist es im Regelwerk? Ich ja, halt nicht. Alles Oberkörper. Außer... Mit dem Körperteil, mit dem man das Tor machen kann, die zählen. Ja. Ja. Achso, okay. Aber es ist egal. Klar, wäre schöner gewesen, wenn das Tor drin wäre nach 10 Minuten oder was das war da nicht, dann wäre das vielleicht wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Aber so war das auch ein super Spiel unterm Strich dann. Aber weißt du, ja, halt auch wieder nicht, ne? Wie dann die Reaktionen sind, dann kommt vielleicht Zimmermann, dann macht er das Tor vielleicht, dann ist es 1-1. Ja, das ist so. Weißt du auch wieder nicht, in welche Richtung. Ja. Das, so war das schon gut. 5-0, 2-0 zur Pause. Dazu auch. Das gehört dazu, dass das nimmt einfach irgendwie so einen Lauf an. Die Dinge
die siehst du ja vorher nicht, sonst wäre es ja langweilig. Weil, ja, ist so. Ja, weil, hast du recht. Was wäre, wenn wir jetzt schon wüssten, dass der den macht, dann wäre es ja auch irgendwie nicht mehr spannend. Und dann machst du halt das erste Ding, das zweite gleich dazu und dann ist da irgendwie auch der Knoten geplatzt und dann machst du halt mal 5 Tore im Spiel. Ja. Und halt gut für uns, schlecht für Auerbach, aber so ist es halt. Wer ist dein Lieblingsmitspieler? Lieblingsmitspieler? Oh, schwere Frage. Hast du keinen? Spielst du lieber allein? Nee, alles Top-Jungs. Also ich kann mich echt nicht beschweren mit der Mannschaft. Ein paar habe ich ja schon gekannt. Zwei Stück. Jonas Hofmann und Jonas Heldebrand. Die jetzt, glaube ich, auch gerade zusammensitzen, falls ihr das sehen. Die zwei Azubis. Ja. Die zwei Azubis. Mit den beiden verstehe ich mich richtig gut. Ich verstehe mich auch mit denen, die ich jetzt neu kennengelernt habe, richtig gut. War mit vielen schon essen. Sei es Maxim Ponychev oder noch ein Joshua Putze, ist auch ein Top-Typ. Das schreibt übrigens Benny FCE, dass du doch mal bitte Ponychev auch ein Tor gönnen möchtest im Chat. Ja, der muss man selber mal doch. Was hat der? Zwei Beine, ey. Ja, bis jetzt hat er mir fast, glaube ich, jedes Tor vorgelegt. Er war auch nicht so schlecht, oder? Ja, macht er gut. Vielleicht muss er mal ein bisschen mehr laufen im Spiel, dass er mal zum Abschluss kommt. Ja, Spaß, aber er macht das schon gut. Also. Aber ich finde, wenn wir über Auerbach sprechen und du sagst, er macht das auch gut, fand ich aber auch von Joshua das Tor sehr, sehr gut überlegt. Ne? Also wirklich kam jetzt nicht an, hat draufgeballert, sondern wirklich geguckt, ich stoppe nochmal, der Torhüter geht in eine andere Richtung und dann, habt ihr das auch so gesehen? Ja, Josh, ich glaube, wenn der Josh Selbstvertrauen hat und wenn der einfach auf dem Platz da ist, die Zweikämpfe gewinnt, ein paar Bälle ankommt, dann ist der echt eine Waffe in der Liga und auch für Höhe ist bestimmt. Von daher hat das Tor top gemacht, auch die Vorlage von Max war gut überlegt, nochmal hochgeschaut und dann Josh gesehen und der hat es auch richtig gut gemacht. Und ja, das war echt. Da hat übrigens Pele unter der Woche ja auch gesagt, also als wir 5 Fragen gedreht haben, da sagte er ja auch, Max Kremer wird so ein bisschen unterschätzt, also steht jetzt noch nicht so im Mittelpunkt, ist aber ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Da hat er recht, ja. Max hat viele, viele Wege gemacht, auch in den letzten Spielen, nicht? Es war auch in der Vorbereitung halt auch schon zu sehen, dass er unwahrscheinlich für die Mannschaft arbeitet. Er hatte ja auch in jedem Spiel, glaube ich, hatte er sich auch immer in eine Position gebracht, wo er hätte ein Tor schießen können. Was eigentlich unter uns gesagt 100%iger eigentlich waren, aber er bringt den Willen eben auf, auch dorthin zu kommen, nicht? Also das ist auch erstmal schon von Max eine Stärke. Also ich sehe das auch so. Dann lass uns mal da zum Ende hin noch schnell mal auf Fürstenwalde morgen gucken. Wie denkst du, wird das Spiel werden? Wie wird ihr das Spiel angehen? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil jetzt haben sie unter der Woche 4-0 verloren. Ich denke, dass sie nicht mit dem größten Selbstvertrauen hierher kommen, aber wie ihr beide wisst, gegen Energie, glaube ich, hauen sie sich nochmal mehr rein. Und es ist nochmal mehr ein Ansporn vor den Zuschauern, da zu spielen. Und daher dürfen die auf gar keinen Fall unterschätzen. Müssen einfach wieder, wie gegen Auerbach, zweite Halbzeit spielen, da unsere Spielzüge durchspielen, mit viel Selbstvertrauen gleich gut ins Spiel reinkommen, die ersten Zweikämpfe gewinnen. Und der Rest kommt dann von selbst dazu. Da mache ich mir bei uns gar keine Gedanken. Aber es ist kein Selbstläufer, also nicht jetzt da irgendwie schon vordenken, dass das ein sicheres Ding wird. Das glaube ich nicht. Und so eingespielt seid ihr ja noch nicht, ne? Also es läuft jetzt seit dem letzten Spiel ganz gut, aber das ist, Pele sagt ja immer noch, diese Automatismen greifen einfach noch nicht wie bei ähnlichen Mannschaften, die sich halt mit ein oder zwei Leuten verstärkt haben oder so, ne? Klar, das sind richtig viele neue Leute. Das kann jetzt nicht von heute auf morgen gehen und Wunderdinge können wir jetzt auch nicht erwarten. Es sind jetzt auch keine Bundesligisten, die jetzt da zu einem neuen Verein wechseln, sofort funktionieren. Das geht nicht. Wir müssen immer noch auf dem Boden bleiben. Wir sind jetzt in der Regionalliga und es kann nicht von heute auf morgen alles klappen. Aber wir haben hohe Ziele, wir haben hohe Ansprüche auch an uns selbst und mit dem Selbstvertrauen müssen wir einfach da reingehen und dann unsere Abläufe, das kommt alles von selbst. Also kann noch so viel faseln und am Ende
zählt es am Platz, dass wir gut trainieren, dass wir uns da gut einspielen auf die Mannschaft. Und ja. Ja, der Rest kommt von selbst. Also da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich versuche noch schnell die letzte Frage von Master Mourinho zu verstehen. Er schreibt, wie sehr wurde denn Putze für die Analyse von Fürstenwalde eingebunden oder praktiziert man das so nicht? Ach so, weil Putze ja in Fürstenwalde war. Ach, jetzt okay, habe ich es verstanden. Ja, gute Frage dann eigentlich. Wenn man sie verstanden hat, ist die Frage tatsächlich nicht schlecht. Danke, Master Mourinho. Oder macht man dann wirklich, also ich weiß jetzt, was er will, oder sagt man einfach, das war der alte Verein und über den alten Verein redet man in dem neuen Verein nicht? Ich denke, klar wurde er gefragt, aber er hat auch selbst gesagt, dass er jetzt irgendwie die Mannschaft auch einen Umbruch hat und dass da jetzt, dass man da nicht sagen kann, jetzt wie die spielen und so. Von daher, Josh hat klar ein paar Sachen gesagt in der Besprechung, die auch wichtig sind, aber jetzt alles wissen tut er auch nicht, weil jetzt viele neue Leute haben, viele junge neue Leute. Ja, ja. Dann zu guter Letzt, was ist so dein Ritual vor dem Spiel? Mein Ritual? Ich gehe, wenn ich auf den Platz gehe, gehe ich erst mit dem rechten Bein, zwei Schritte mit dem rechten Bein. Frag mich nicht, warum. Hat sich irgendwas so ergeben. Jetzt laufe ich gerne nochmal eine Runde vom einen Tor zum anderen. Ich denke, das gibt mir noch ein bisschen so ein Vertrauen in das Stadion und in den Platz. So ein bisschen noch die Räume und das Räumliche noch mal so sehen, wie sind die Banden so. Halt. Ich kann sagen, dass ich ein bisschen Dachschaden habe, aber es ist halt so mein Ritual. Und ich wollte gerade sagen, dafür ist es ja ein Ritual, ne? Ja, klar. Hast du sowas auch? Mhm. Nein? Ja. Nee. André denkt sich an den Dachschaden bestimmt. Stimmt, das wollte ich noch fragen, war noch nicht die ganze letzte, jetzt ist die letzte. Was ist, weil wir ja André heute hier haben, auch wenn du ihn noch nicht so lange kennst, aber was ist André so, was ist so das Wichtigste an ihm? Also was funktioniert bei ihm am besten als Mannschaftsleiter? Alles. Jetzt, was ich zu den letzten Wochen und die ersten paar Monate von ihm weiß und von ihm kennen, ist, dass er ein Mensch ist, der dir auf Augenhöhe ist, dass er dich so nimmt, wie du bist, dass er dir auch mal einen Spruch reindrücken kann, aber es gehört einfach dazu. Und André kümmert sich um richtig viel, hat sich auch bei mir um die Wohnungssuche gekümmert, hat sich um meine Klamotten gekümmert, so paar, wenn ich Fragen hatte, jede kleine Frage hat er mir beantwortet. Sagen wir, ja, das machen wir schon und haben es auch dann gemacht. Und dann muss ich echt sagen, solche Leute gibt es noch sehr wenig. Auch so, wie ich ihn einschätze, loyalen Typen, dem du dabei Energie hast. Die brauchst du auf jeden Fall und die gehören zum Verein und die brauchst du einfach in der Mannschaft zu 100%. Das macht André auch aus, so wie ich ihn kenne. Dann mit ihm kannst du auch Spaß haben, glaube ich. Ja, stimmt. Kannst du tatsächlich. Ja, schon. Also wenn es mal wieder Trainingslager gibt, dann hat man viel Spaß. Dann kann man auch mit André viel Spaß haben. Ja. Erik, ich danke dir vielmals. Für morgen gerne. Natürlich alles Gute. Wir würden uns, ich glaube, alle, gerade der Chat natürlich, über ein Tor von dir freuen. Aber natürlich drei Punkte. Drei Punkte sind natürlich erstmal wichtiger. Alles Gute. Und viel Erfolg morgen. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gern. Ciao. Tschüss. André, mach's gut. Jo, ja. Du auch, bis morgen. Wir sehen uns. Ja, auf alle Fälle. Babi, mach's gut. Danke, ciao. Jo. André, wir holen erstmal Luft. Das war jetzt der Dreiviertelstunde Interview-Marathon. Tor ab der 75. Minute fordern die alle. Hat vorhin schon jemand gefordert. Weißt du, warum? War das jetzt auch was? Ja, kann ich dir sagen, weil es ab der 75. Minute, werden wir auch morgen Werbung spielen und in der 75. glaube ich, wenn ab der 75. Minute ein Tor fällt und liebe Kollegen von McDonald's, da könnt ihr mal einen Fuffi spenden jetzt. Wenn ab der 75. Minute ein Tor fällt, kriegst du bei allen 7 McDonald's-Restaurants ein gratis Milchshake unter Vorlage der Eintrittskarte. Wenn ich das jetzt richtig rübergebracht habe, den Text habe ich schon gekriegt, also wir als Mannschaft kriegen dort nichts. Ihr kriegt da nichts.
Ihr habt ja euren eigenen Milchschickautomaten in der Kabine. Okay. Nee, so ist McDonald's jetzt Partner. Also die 7 McDonald's hier in der Region, die zu JAM oder JAM gehören, zu der Gruppe. Und ja, gibt es halt einen Milchschick. Wenn ab der 75. Minute mindestens ein Tor für Energie natürlich fällt. Dann müssen wir das mal irgendwie morgen nochmal einen Trainer Bescheid sagen, dass wir das dann irgendwie alles so ab der 75. Minute machen. Aber ich glaube, das ist nicht für die Nerven und ich glaube, das kommt nicht so gut. Na, mal gucken. Ich habe ja bloß Bedenken, dass das dann am Bahnhof wahnsinnig voll wird. Weißt du, also gerade die mit dem Zug am Reisen, die Bahn soll wieder streiken, kann vielleicht gar nicht einfach sein. Schaut euch am besten morgen früh nochmal um, wo ihr da am besten fahren könnt. Nee, aber da kann ich mir vorstellen, wird das richtig voll. Und es kommen ja einige mit dem Zug, wenn ich recht erinnere. Ja, auf alle Fälle. Ja. Zug, Auto, Sönftenberg, Cottbus, Silo draußen, ne? Gehört auch dazu, glaube ich. Ja, Silo gehört auch dazu, richtig. Also Lübbenau. Die sollen schon mal die Shakes schon anrühren. Wir werden mal gucken. Achso, Blahai schreibt Personenverkehr erst ab Montag. Also dann braucht ihr euch natürlich nicht kümmern. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, dann können wir noch eine Viertelstunde quatschen und dann machen wir Energiequiz, kleine Wiederholung, weil ich das versaut habe. Trotzdem aber vorbereitet vom Energiemuseum. Machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann machen wir Quiz. Und da bin ich mal gespannt, wie du da abschneidest. Du bist jetzt wie lange bei Energie? Ich gehe ins 13. 13. Jahr? Ja. 2000. Kann ja nur gut werden. Ich gebe mir Mühe. Energie-FM Frank schreibt, nee, die sollen lieber alles vorher klar machen und Tore schießen. Ist besser für die Gesundheit, ja. Gut, aber ich meine, die können ja 4-0 führen und in und dann noch mal 80. Das 5-0 machen, dann zählt es ja auch. Das ist okay. Ja, wie das dann klingt, das wird eine geile Überleitung. Wie das dann klingt, wenn wir ein Tor schießen, das hören wir uns jetzt an, machen kurz Pause, holen ein bisschen Luft, lüften ein bisschen durch und dann geht es gleich weiter. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, ich mach mal an. Wer was anziehen will, auch, ja? Ja, da gibt's. Achso, wir reden jetzt einfach mal weiter, ihr Lieben, weil wir sind jetzt gerade bei dem Thema, wer sich was wie merken kann. Was halt immer nicht so einfach ist. Und du, André sagte gerade, Pele kann sich wahnsinnig viele Daten merken. Ich weiß, ihr im Chat ja auch. Da wundere ich mich ja schon immer, dass ihr euch alles sowas merken könnt. Aber bei dir ist es tatsächlich, wer was anziehen will.
Ja, also, weil wir die Kabine vorbereiten mit Basti Rostan halt immer. Und dann weißt du halt schon immer, ja, der nimmt die Stutzen oder der nimmt die Größe oder Sean Carter spielt jetzt mit, ich sag mal, Radler, lange Radlerhosen. Ja. Und es war jetzt, obwohl die Temperaturen jetzt noch dementsprechend angenehm waren, Jonas Hildebrand, der wollte dann auch mal mit einem Langarm-Shirt spielen. Also da hat man schon seine Pappenheimer, die kennt man dann schon. Okay. Ich mach mal in der Zeit, wo du geredet hast, ich mach mal noch eine Abstimmung. Wir hatten ja vorhin schon die Abstimmung, wer gewinnt das Spiel morgen? Übrigens 96,4% haben gesagt Energie Cottbus. Irgendein Fürstenwalde-Fan war dabei gewesen. Kannst du nichts machen. Und du siehst es oben, ich habe jetzt noch mal eine Abstimmung gemacht. Wer schießt das erste Tor für Energie? Die nächsten 10 Minuten. Und da habe ich mal schnell reingeschrieben, Engelhardt, Pronicev, Kremer, Kauter, Badu. Und da gucken wir mal, wie denn da... Könnt ihr jetzt abstimmen? Bewegt sich gerade noch Kremer, Badu, Pronicev? Na, mal gucken. Wir lassen das mal 10 Minuten laufen. Mal gucken, wie es sich so entwickelt. Und diese doofen Fliegen werden hier, glaube ich, wegen dem Radler immer ein bisschen mehr. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Müssen wir so stehen lassen. Ich wollte dich in der Verbindung einfach nochmal fragen, was denn jetzt so deine Hauptaufgaben sind. Und hast du überhaupt Zeit zwischendurch? Oder ist das so aufwendig, dass du sagst, 8 Stunden nur Power, Power, Power? Nein. Es ist nicht, nein, definitiv nicht. Also das, gerade die Vorbereitungszeit oder die Zeit, Vorbereitung, das ist eigentlich die Kernphase, wo man wirklich viel zu tun hat. Es kommen vom Ausrüster die neuen Trikots, die neuen Trainingssachen, die müssen dann den Spielern zugeordnet werden. Viel mit Unterstützung von der Firma Brand und Arbeitsschutz, die da die ganze Beflockung durchführt. Es werden die Sachen halt bereitgelegt. Wenn alles im normalen Fluss ist, hat man seine normalen Aufgaben. Das heißt, die Spielnachbereitung, die Spielvorbereitung, fangen wir bei Samstag an, da werden dann früh die Sachen den Spielern hingelegt, dann werden eben die Bälle fertig gemacht, dann wird sich um die Schiedsrichter gekümmert. Auch wieder mit Unterstützung von fleißigen Helfern. Dann wird die Kabine eingerichtet mit Obst, mit Kuchen. Analog dasselbe bei den Schiedsrichtern, so dass man da... Ach, das machst du auch mit, Schiedsrichterkabine? Ja, das machen wir auch alles mit. Die müssen sich ja immer wohlfühlen, nicht? Hat man immer so gesagt. Ja, man gibt sich Mühe. Aber wir hoffen, dass sie sich wohlfühlen, aber so wie sie manchmal pfeifen... Wenn jetzt die erste Halbzeit nicht ganz so läuft, gehst du dann nochmal schnell in die Kabine und korrigierst das, was dann da lag? Also nimmst du das Essen von der Halbzeitpause nochmal schnell weg? Nee, das nicht. Also definitiv nicht. Das macht man nicht. Man spricht dann vielleicht mal ein Wort im Spielertrakt. Aber das macht meistens schon der Trainer. Und dann braucht man sich da nicht mehr reinhängen. Das ist dann Geschichte. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht so angebracht, ne? Kann ich mir vorstellen. Nee, irgendwann sind sie vielleicht genervt, oder? Ja, nee, wenn man da zu viel auf die einen hackt, dann drehen die hoch und werden am Rad und lassen den dann stehen. Und man kriegt Opus, dumme Sprüche dann. Oder. Aber wenn du jetzt gerade sagst, so im Tunnel oder so, dass alles, was man draußen nicht mehr so richtig Pele kann, nicht so richtig sieht, ich muss den Satz zu Ende bringen. Pele kann da ja auch sehr nachdrückend sein, sage ich es mal so. Also sehr. Ich, nicht jetzt aufdringlich, aber sehr fordernd sein. Sehr, ne? Fordernd, ja, und auch fordernd laut. Laut. Okay. Sehr laut. Also er nimmt sich, kann sich da nicht so richtig. Also ist das, nee, dann, das ist dann Emotion? Das ist sein Adrenalin, was eben drin ist. Und das lässt er dann eben wirklich raus. Also das ist nicht irgendwie, ich sag mal, gespielt. Das ist so. Es staut sich für ihn innerhalb der Woche zum Spiel, pumpt er sich immer mehr auf und dann ist das wie ein Ventil und das muss dann halt raus. Und das ist eben so seine Art. Und wer damit nicht zurechtkommt, der hat schlechte Karten. Es gibt ja auch Schiedsrichter, die können mit dem Ganzen dann besonders gut umgehen. Und es gibt Schiedsrichter, dann passt diese Harmonie nicht oder der Funke springt da nicht über. Die sehen das dann ein bisschen extrem, aber ansonsten, er ist so. Hast du, es gibt ja Schiedsrichter, die sehen wir ja öfter, ja, und welche, ja, die sehen wir seltener. Hast du da jemanden, wo du sagst, also wenn der kommt, das können wir echt vergessen, das Ding? Ja, da gibt's schon, ohne jetzt Namen zu nennen, da gibt es schon ein paar Granaten, die man dann öfters mal sieht, nicht? Oder ich weiß nicht, ob sie da mit Absicht gegen uns angesetzt wären, aber wo man sich dann wirklich fragt, warum in dem Spiel der Schiedsrichter?
Nicht? Also das ist schon tatsächlich kann ich das nachempfinden, hatten wir. Also die Fragen uns haben wir uns auch schon oft gestellt. Muss denn das jetzt sein? Ne? Ja, das ist sehr schwer. Weil du manchmal provozierst du ja einfach Sachen mit diesen Entscheidungen, finde ich. Ja, im Vorfeld schon halt, nicht? Dass man weiß, also man weiß es ja heute schon, wer morgen pfeift, das ist ja nur kein Geheimnis. Aber da ist. Wer ist das morgen? Weißt du das? Nee, ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt. Okay, da bin ich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß. Ja. Erwischt, aber das ist wirklich so. Also es gibt welche, mit denen kann man auch im Vorfeld dann einigermaßen vernünftig kommunizieren, aber es sind nicht alle. Das sieht man ja dann manchmal auch auf dem Platz, finde ich. Also du siehst schon, ob das vernünftig oder ob das eben so. Naja, ja, das ist ein Riesenunterschied, das muss man auch immer sagen. Wir haben es ja im DFB-Pokal erleben dürfen, wenn dort Schiedsrichter aus der Bundesliga pfeifen, das ist schon ein anderes Auftreten, auch gegenüber der Mannschaft. Ja. Das ist schon ein Klassenunterschied dann halt. Man hat dann immer so den Eindruck, dass sie sich, auch nicht jeder, kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber dass sie sich halt manchmal mehr Zeit nehmen oder so, hat man zumindest den Eindruck. Und doch nochmal die Minute und dem Spieler das erklären, wo eben dann auch wieder eine andere Betreuung ist sozusagen. Definitiv, ne? ja, und das merkt man dann auch, nicht? Die beruhigen das Spiel dann halt oder nehmen sich ohne jetzt gleich eine gelbe Karte wie beim BFC, wo jede Aktion dort mit einer gelben Karte bestraft wurde oder belegt wurde, ja. Ohne mit den Spielern dann halt auch zu sprechen, nicht? Das ist dann auch gegenüber den Spielern keine vernünftige Lösung, ja, sagen wir so. Ja. Und das bringt dann irgendwie Frust mit sich, ne? Und definitiv. In der nächsten Aktion. Ja. Ich habe gerade bei Fußball.de geguckt, tatsächlich steht es noch nicht drin, wer morgen pfeift. Ich gucke nochmal, vielleicht kriege ich es irgendwie raus, weil Blahai auch gefragt hat. Aber er hat dann recht hier, nicht? Die Referees haben halt auch nur regional, ist halt Regionalliga. Wollen sie auch nach oben pfeifen und die versuchen dann halt auch ihr Bestes oder. Ja. Scheint aber auch ein hartes Geschäft zu sein, nicht? Wenn ich das bei Henry Müller sehe, der hat ja nun ein paar Jahre dritte Liga pfeifen dürfen, aber dann hat er eben diese, glaube ich, Punkte oder was das ist, eben nicht erreicht. Ja, die werden auch danach bewertet, dann halt immer, da kommen Auswertungen und dann sitzen die manchmal auch da mit ihren Schiedsrichter, Betreuer oder Beobachter. Und dann werden die Zehen dann durchgegangen, die strittigen Zehen, sagen wir mal so, und danach kriegen die immer irgendwelches Punktsystem da. Und es gab ja auch Schiedsrichter, die haben, ich sag mal, vor 2 Jahren die Regionalliga gepfiffen und dann sind sie nicht mehr aufgetaucht, weil sie nicht die Punkte zusammengekriegt haben. Haben dann unsere Spiele verpfiffen. Ja. Ja. Gut, André, dann lass uns nochmal schnell, ich verwende mal noch so eine kleine Anekdote, wo du sagst, hier so 13 Jahre ist schon, was ist so, also diese Zeit, mit irgendjemandem habe ich mich letztens drüber und ach, bei uns hier im Büro haben wir uns drüber unterhalten, weil du vorhin auch Fliegen sagtest, gab es ja mal diese Geschichte, wo glaube ich ganz früher, wo der Flieger nicht in Neuhausen oder was das war nicht Drewitz gelandet ist, sondern in Cottbus landen wollte. Das war leider das missglückte Relegationsspiel gegen Nürnberg. Und wir sind mit Charter geflogen ab Drewitz. Ach, ich dachte, das war später. Nee. Dann warst du da auch. Ich dachte, das war er. Nee. Aber dann war es doch später. Wir sind dann mit dem Charter wieder zurück. Und es war eine polnische Maschine gewesen. Und wir sind über Cottbus und haben uns dann gefreut. Er drehte auch über ein Stadion noch eine Runde. Schon in einer ziemlichen Schieflage und wir haben uns schon gewundert, er macht das so Spaß, dass er nochmal so eine Runde fliegen wollte und sowas. Und waren uns aber gar nicht so bewusst. Und dann haben wir mitgekriegt, dass er auf einmal ganz woanders in Richtung Flugplatz abdreht. Cottbuser Flugplatz. Ja. Also ehemaligen. Dann hat er, der ehemalige Flugplatz. Da müssten ja, da müssten ja die Solarpanels eigentlich schon draufgestanden also haben. Also das war, und dann über Funk oder uns sowas kam das dann und dann hat er die Maschine dort hochgerissen. Wir haben hinten drinnen gesessen, wir wussten gar nicht, was los war. Uns war Hundeelend. Ja. Und dann sind wir wieder hoch und sind dann irgendwo über den Tagebau dann hinten Richtung Drewitz wieder geflogen. Sind kreidebleich alle ausgestiegen, wir waren klitschnass geschwitzt gewesen. Ja. Und bis sie dann herausgestellt hatte, er hatte die falschen Koordinaten wo eingegeben gehabt und wollte wohl in Cottbus auf dem Flughafen landen, also auf dem Flugplatz landen. Also im Nachhinein, muss ich ja sagen, ist das schon ein bisschen lustig, aber klar, für euch dann natürlich in der Situation Drama pur, oder? Man war eh schon sackig gewesen und frustriert gewesen, aber das war schon deftig gewesen. Ja. Da müsste ja Bieter eigentlich mit drin gewesen sein, ne? Ich weiß gar nicht, ob Bieter damals da war, das war ja Prasnicker. Aber das...
Ach so, war das? War ja noch Prasnica, war das dann wohl? Na gut, Pele kam ja nach Prasnica, das heißt, dann war er da noch nicht. Nee, ja. War er noch nicht dabei. Ja. Nee. Das war so Petersen, Julia, Jula und so weiter. Ne? Kukielka, also so die alten Spieler waren dabei gewesen. Ja. Ronald Wanzek hat es gefunden. Ronald, vielen Dank dafür. Schiedsrichter ist morgen Philipp Kutscher. Ah, Philipp Kutscher, ja, und der ist eigentlich so erstmal so vom. Wollte ich sagen. Geht's? Ah, ja. Im Vorfeld sind sie alle gut, nicht? Ja. Aber auf dem Platz entscheidet sich das dann. Sollte ja. Man wieder zudrücken? Je nachdem, was er für einen Tag hat. Ja. Ist ja wie bei Hunden. Einen Tag beißen sie, einen Tag beißen sie halt nicht. Aber er nicht dabei, ja. Ja, ja. Ah ja, genau. So, unsere, guck mal, Abstimmung ist zu Ende. 60% sagen Badu. 20% sagen Krämer. Engelhardt trauen es nur 13% zu, Pronischew 4% und nur 3%, also zwei Leute trauen Kauter ein Tor zu. Wäre gut. Er ist am weitesten weg, aber er war schon in den paar Spielen, war er wahnsinnig oft vorne. Er war sehr vorne, ja, und das wäre mal Zeit, ja. Ich weiß bloß, ich kann mir das nicht aufstellen, oder nicht? So richtig hat sich der Trainer noch nicht rausgelassen. Ich weiß nicht, ob Badu von Anfang an spielt. Das würde ja heißen, wir würden ja spät ein Tor schießen, wenn er eingewechselt werden sollte. Ab der 75. Pass auf, Badu kommt in der 74. rein, schießt in der 76. das Tor und es gibt für jeden Milchshake. Ist doch geil. Das wäre gut, ja. Aber was für eine Geschichte. Der User dann schon, dass Badu von Anfang an spielt. Das kann sein. Geheimnis. Ist ein Geheimnis. So, 20:30, wir starten heute mal pünktlich das Quiz. Ich bin ein bisschen auf die Zeit gedrückt hier bei den zwei Interviews. Aber ich werde tatsächlich mal gucken, ob ich Bernie mal erreiche. Er hat nämlich 2014, das fand ich übrigens auch immer cool, die Türen waren ja immer offen. Also fast immer. Im Trainingslager. Ne? Trainingslager, Hotel, also ja. Die war ja eine ganze Etage für die Mannschaft oder für alle anderen drumherum, fast, glaube ich, alle. Und die Türen waren halt fast immer alle offen. Ne? Und deswegen hat jeder mit jedem irgendwie immer so ein bisschen kommuniziert. Ja, da war das richtig. Und ich habe ja, nein, Pinky, du bist raus. Du musst erstmal abliefern und dann gucken wir weiter für deinen Praktikumsarbeitgeber. Nein, aber das fand ich tatsächlich cool, dass das komplett offen und dadurch wurde man ab und zu auch mal abgelenkt von der Arbeit, gerade wenn ich dann Abend gesessen habe oder so. Und ich habe sie dann oftmals, haben wir auch schon ein paar Mal erzählt, oftmals so gemacht, dass ich mir halt zwei Getränke geholt habe unten an der Bar. War ja alles inklusive und mich dann eben oben weiter hingesetzt habe und geschnitten habe. Ne? Und da hast du halt bei so einer Tageszusammenfassung, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ohne Frage, auch wenn wir dann die Spiele ja live, damals ja noch für Stefan Schmidt, live gemacht haben, dann wusstest du eben, dann hast du halt wahnsinnig viel Material gehabt. Aber ich fand das halt immer schön. Schade, wie gesagt, dass das nicht mehr da ist. Ja. Nee, es war ja auch interessant gewesen, wenn die Jungs dann draußen gesessen haben, weil der Internetempfang oder Handyempfang war ja auf den Zimmern manchmal nicht so und deswegen saßen so viel draußen auf den Gängen und sowas und das war dann schon. Aber das war 12, war das noch schlimmer gewesen, ne? weil es einfach noch nicht so ausgebaut war. 14 ging es dann schon. Ja, ja, das war dann, also es waren schon tolle Zeiten da gewesen dann, nicht, wenn man das dann. Und Jörg Böhmer hatte 2014 Geburtstag und hat einen Aschenbecher gekriegt von. Ich glaube, von Lars oder irgendwie so. Ne? Ja, ja. Jörg war ja auch ein guter Raucher. Oder ist wahrscheinlich immer noch. Immer, ja, ja. Ist ja jetzt, also ich habe letztens gelesen, wo Jörg Böhme so ist. Ist nicht mehr. Ist nicht mehr? In Zwickau, ja? 19. Trainer, glaube ich. Ist, ach so, ist auch nicht mehr. Nee, okay. Ist nicht mehr. Dann lass uns quizzen. Ich muss das mal schnell aufrufen, dass ich das für die zeige, die das nicht kennen. Prinzip ist so, kann ich dir gleich mit erklären. Es gibt es sind 10 Fragen. In dem Fall sind es ja Fragen, die wir schon mal hatten. Ich glaube sogar, es war die erste Sendung, um das einfach zu festigen. Gut, das ist eine Ausrede. Ich habe es einfach, einfach versaut mit dem Energiemuseum. Ich habe sie zu spät gefragt. Aber es ist halt auch immer nicht so einfach. Auch schon wieder 2 Tage im Stadion noch gebastelt, weil noch nicht alles so funktioniert und wir immer noch da optimieren und da optimieren. Jetzt haben wir es ja mittlerweile sogar hingekriegt, dass wir das Spiel in die VIP-Räume auch wieder übertragen, das Live-Bild. Und wir sind da immer noch dran, ein bisschen zu optimieren und das Ganze ein bisschen schöner zu machen.
So, und deswegen machen wir heute eine Wiederholung eines der ersten Quizze. Basti fragt, ja, Pele, Fabi, wann kommt Pele zu dir, zum Interview zu dir? Pele wäre echt cool. Ja, tatsächlich wäre es das, aber nach André ist Pele tatsächlich der, der am schwersten zu kriegen ist. Aber André haben wir ja jetzt auch geschafft. Also wäre das ja eine Variante. Nee, wenn wir ganz einfach mal schaffe, ich weiß gar nicht, ob Sharpbreaker noch im Chat ist, dann ist das der richtige Ansprechpartner. Ich versuche das ja ein bisschen auszusourcen, sagt man. einfach weil es zeitlich, da brauchen wir ein bisschen Hilfe, ein bisschen Unterstützung, habe ich ja gesagt. Müssen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei. So, Freunde, ich zeige euch das mal schnell. Für diejenigen, die es nicht kennen und mit dem Handy teilnehmen. Los, stell dich scharf. Dann habt ihr hier, na, was hast du denn? Das ist wahrscheinlich zu nah. Also hier an der Seite, wenn ihr das Handy seht, da ist es jetzt. Dann habt ihr diesen Button hier, Quizkit, da klickt ihr drauf. Dann müsst ihr hier noch die Berechtigung erteilen, dass ihr auch zu sehen seid. Und dann kommt da gleich die Einladung hin. Und dann könnt ihr mit dem Handy teilnehmen. André, willst du mal mitmachen? Ich hab's Handy nicht. Nee, kriegst meins. Pass auf, ich drehe dir das mal um. Achso. Wird das schwer? Naja, mal, ich werde mal sehen. Na, wir kriegen ich das doch hin. Pass auf, ich starte das Quiz mal und dann siehst du und alle anderen müssten dann eigentlich, da kommt dann gleich die Anleitung, das brauchst du dir nicht nochmal durchlesen, sondern wir starten dann gleich mit der ersten Frage und du hast 4 Antwortmöglichkeiten und 20 Sekunden hast du Zeit, die Zeit läuft runter und je schneller du antwortest, die Restzeit sind deine Punkte. Bis auf 3 Stellen hinterm Komma. Also wenn du in 5 Sekunden antwortest, hast du 15 Punkte. Antwortest du in 15 Sekunden und die Frage ist falsch, hast du 15 Minuspunkte. Schön angefangen. Dadurch kriegen wir auf jeden Fall einen Gewinner hin. Das glaube ich. Das ist der Vorteil bei der ganzen Sache. Das glaube ich. FC Energie offiziell sollte für euch bei Twitter und Co. Werbung machen für euch. Das ist richtig. Schafe ist, glaube ich, da dran bei Instagram. Kann man aber noch ausbauen. Wir starten mal das Spiel. Ich hoffe, ihr macht alle soweit es geht mit. Und starten mit der ersten Frage. Ich muss aber einen kleinen Moment warten. Muss ein bisschen Moment warten, bis ich das vorlese. Und es geht darum, wer schoss Energies erstes Tor in der Bundesliga? War das Vasili Miriuta, Steffen Heidrich, Anton Labak oder war das Sebastian Helbig? War das... Da warst du ja noch nicht Mannschaftsleiter, nee. Aber nee. Trotzdem irgendwie immer nah dran, weil du sagtest, ich war zu dem Spiel. Ja? Also das habe ich mir schon angeschaut dann. Aber ich habe jetzt wirklich geraten. keine Kennung. Du hast gesagt, Vasili Miriuta, ja, ne? Ja. Und das ist absolut richtig und das haben auch 7 andere richtig, also insgesamt 8. Siehst du, deswegen machen wir das auf Twitch übrigens, weil wir da so diese Sachen eben machen mit den Umfragen, mit den Quiz und so. Das ist so ein bisschen, wir erreichen zwar noch nicht so viel wie bei YouTube dann halt im Nachhinein, aber da können wir eben so eine Sachen machen. Mhm. Finden wir eigentlich immer ganz cool. Also. Dann starten wir mit der zweiten Frage. Beim Heimspiel gegen welchen Verein erzielte Tomislav Piplica sein legendäres Kopfball-Eigentor? War das der 1. FC Köln? War das Schalke 04? Der 1. FC St. Pauli, ja? FC St. Pauli? Oder Borussia Mönchengladbach? Hast du getippt? Ich habe getippt. Gladbach, aber ich könnte auch Köln gewesen sein. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich glaube, du bist nicht so schlecht. Soll es Gladbach gewesen sein? Nee. Ich glaube, es war Gladbach. Puh. Das hätte auch Köln sein können. Also eins. Warte, ich muss mal gucken, ob ich Antworten. Da sind sie. Borussia Mönchengladbach. Hast du recht. Naja, geht ja. Sagen 17 Leute. Aber 3 waren auch ein bisschen unentschlossen und haben Köln gesagt. Keiner sagt Pauli, keiner sagt Schalke. Nee, das war Schalke, Köln, Gladbach, nee, das St. Pauli. Das. Aber ich finde, tatsächlich bist du jetzt nicht so weit weg. Das freut mich. Dass du das gesagt hattest, es gab schon Schlimmere. Wir sind da noch nicht durch. na gut, das ist es auch nicht.
müsste mich mal gucken. Das wäre eigentlich schade, aber ich habe es mir aufgrund der Zeit tatsächlich nicht ausdrucken können. Weil das Energiemuseum macht auch immer eine gute Vorbereitung. Also ich kriege dann immer zwei Seiten zu jeder Frage ein bisschen was erklärt. Ja. Und tatsächlich habe ich das jetzt, wir hatten jetzt Borussia Mönchengladbach, ne? Richtig, Gladbach, ja. Am 6.4., habe ich gerade gefunden, die Erklärung. Am 6.4.2002, 30. Spieltag, 85. Minute. Ja. Abgefälschte Bogenlampe vom Gladbacher Marcel Witicek landete auf den Kopf von Pipliza, der damit rechnete, dass der Ball über das Tor geht. Endstand 3:3. Für Energie trafen zuvor Marco Topic und Radoslav Kaluschny zweimal. Kaluschny, guck an. Marco Topic, ja, der ist nach Russland irgendwo gegangen, glaube ich. Wo ist der? Der ist dann, glaube ich, nach Russland gegangen. Ach, nach Russland. Okay. Mist, falsch getippt. Das passiert, Tommy und Sophie. Aber ihr habt ja die nächste Möglichkeit mit der nächsten Frage. Nummer 3. Es gibt übrigens wieder ein Grillset. Und ja, Master Mourinho hat mich schon angeschrieben. Asche auf mein Haupt. Aber dieser Saisonstart, der hat uns sehr viel Zeit mit zwei anderen Projekten sehr viel Zeit geraubt. Ich muss das alles mal aufarbeiten. Und habe heute abgeklärt, also du kriegst das definitiv noch. Wir gucken mal gerade, was wir zum Winter machen. Aber es gibt noch ein paar Grillbestecke. Aber die sind in den Tiefen der Osttribüne verschwunden. Anfang nächste Woche geht jemand los und sucht das. Und dann melde ich mich auch, dann schicken wir das alles auf, muss ich alles mal aufarbeiten. Tut mir leid, war mein Fehler, war ein bisschen stressig. Aber bei euch ja, glaube ich, auch zum Saisonstart, ja, nicht? Immer. Wenn sie es. Hast du schon getippt? Nee, geht nicht. Na, kannst du nicht mehr, hast du lange gedauert. Braucht 20 Sekunden, André. Ja, du hast so viel erzählt, ich habe das Grillgesteck geguckt. Ich besorge dir eins. Das ist wie mit der Arbeitskarte mit Biete. War so faszinierend gewesen, dass es sowas gibt. Doch, stimmt. Ja. Schönen Dank. Was hättest du denn getippt? Ich hätte oben getippt. Hannover. Was hast du? Hannover? Ja. Wäre sogar richtig gewesen, wenn du getippt hättest. Mhm. Die 8, die getippt haben, haben es richtig. Ja. Bremen 5, Rostock 5, Dortmund 1. Das war klar. Warte, ich habe die nächste Frage schon gestartet. Wenn du getippt hast, dann können wir über das Grillbesteck reden. Die einzige Sendung, die ich lache. Oh, leck mir mal. Ja, gibt es, aber nicht im Shop. Wurde mal produziert, aber nur, ich glaube, als Geschenk. Und wir hauen das dann weiterhin als Geschenk raus. Danke, Master. Master Mourinho. Das ist falsch. Bist du sicher? Du räumst hier ab. Ich glaube, ich kann dir das Grillbestück gleich mitgeben, wenn du so weitermachst. Du hast Mainz gesagt, ne? Ja. Mainz ist tatsächlich richtig. Im Ernst? Haben 14 Leute gesagt mit dir. Ohne dich 13, aber. Ja, ist richtig. Regensburg 1, Union Berlin 2. Regensburg kann nicht sein, die haben nicht. Duisburg 4. Wollen wir mal gucken? Kann ich auflösen. 4:1 Auswärtsniederlage am 27.10.2003. Montagsspiel live im DSF. 1:0 Führung durch Laurenzio Regekamp. Oh. Anschließend hält Georg Koch einen Foul-Elfmeter von Michael Tog. Der Schiedsrichter ließ den Strafstoß jedoch aufgrund mehrerer zu früh in den Strafraum laufender Energiespieler wiederholen. Diesen konnte Antonio da Silva zum 1:1 verwandeln. Danach zwei fragwürdige Platzverweise für Musa Latunji und Christian Beek. Mainz traf in Überzahl noch drei weitere Male, unter anderem Michael Tog zum 3:1 in der 53. gegen Union. 1:0 Auswärtssieg und 2:1 Heimsieg. Regensburg auswärts 0:0 und 3:0 Heimsieg am 34. Spieltag und gegen Duisburg zu Hause 1:1 sowie 2:4 Auswärtsniederlage. Puh. Ich sag ja, die Jungs vom Energiemuseum, die sind auf Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel sie sich immer herauslesen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so viel ist. Also eine Idee und dann nochmal nachkontrollieren. Das ja, schon, aber das ist schon Sisyphus-Arbeit. Das ist ja. Total verpfiffen damals. Siehst du, da kommt Blahai und sagt, so war das. Also ich muss wieder ruhig sein, nicht, dass ich dich ablenke. Scheiße. Ich mach mal den. Ist egal. Welcher Spieler erzielte den Siegtreffer für Energie? Ich glaube, da liegst du tatsächlich nicht richtig. Beim 1:0 Auswärtssieg bei Dynamo Dresden am 31.01.2005. War das Youssef Mokhtari, Adrian Jordache, Björn Brunnemann oder Norbert Metzaros? Dann war es Norbert. Du hast gesagt Jordache? Hm. Nee, er war tatsächlich Metzaros. Sagen 8 Leute.
4 sagen Jordache, 5 Mokhtari und 3 Brunnemann. Da war ich ja nicht ganz so schlecht. Nee, falsch war es trotzdem. Und das war Frage Nummer 5. Nach Frage Nummer 5 gucken wir mal, wie der Zwischenstand ist. Und gucken, bei Total Blahai ist vorne Master Mourinho, von Master Mourinho gefolgt, 10 Punkte. Du müsstest eigentlich als Energie-TV, guck mal, 9. auf Platz 9. Von wie viel? 8. von 23. Ghostman, also Mitte. Okay. Ghostman 197 ist auf 23. Ist da noch was machbar oder schwer, oder? Naja, guck mal. Naja, 20 pro Frage, bei 5 kannst du noch 100 Punkte ziehen. Jetzt machst du aber Druck, du. Mit ein bisschen Glück. Aber auch Blahai mit maximal 100 Punkten, 71 zu machen, ist schon gar nicht ja. so schlecht. Ja, das ist schon eine gute Quote. Der hat auf Tasche, der Junge. Aber ist halt noch nicht der Endstand, da kann noch viel passieren. Frank von Energie FM hat übrigens die Frage richtig gehabt und hat in 2,5 Sekunden geantwortet. 2,5 Sekunden, das ist ja... 2,5 Sekunden, das ist ordentlich. Ja. So, nächste. 5 haben wir noch. Ja, das sind natürlich auch mal Fragen, die gar nicht so einfach sind. Welcher Spieler war Energies bester Torschütze in der Saison 2005-2006? War das Francis Kiyoyo, Kenan Chahin, Lars Jungnickel oder Sergio Radu? War das diese Saison, wo Radu und Monteano diese Hammer-Saison? Ja. Ich hätte es gesagt. Und dann sind es ja beide, ich glaube, nach Wolfsburg gegangen. Ne? Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt. Was hast du gesagt? Radu? Ja. Radu ist richtig. Sagen 18 Leute von 19. Ja, einer sagt Francis Kiyoyo. Hätte ja sein können. Eine Chance haben. Ach, guck mal, Monteano kam erst 2006. Okay, Blahai lag gerade noch vorne. Werde ich nicht widersprechen. Bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber wir können ja mal nach Frage 6 in der Liste gucken. Ja, 12 Tore. Dahinter folgten Kevin McKenna mit 10 Toren, Francis Kiyoyo mit 8. Also Francis war gar nicht so weit weg. Ja. Zuvor, nee, halt. Und Lars Jungnickel traf 4-mal, Kenan Chahin nur 1-mal. Okay. Dann die nächste. Da geht es um den Bundesliga-Wiederaufstieg im Jahr 2006. Und da möchten wir wissen, gegen welchen Verein feierte Energie seinen ersten Sieg nach diesem Bundesliga-Wiederaufstieg im Jahr 2006. War das Alemannia Aachen, der SC Freiburg, Hertha BSC oder der VfL Bochum? Ich glaube, ich bin falsch. Hertha. Ich glaube auch. Also nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. Nee, kann ich nicht mehr dienen. Also der erste Sieg war am 6. Spieltag, 22.09.2000. Halt! Nein, am 3. Spieltag, 26.08.2006, Farage da Silva traf in der 85. Minute zum 1:0 Auswärtssieg. Zuvor gab es am 1. Spieltag eine 2:0 Niederlage in Gladbach sowie ein 2:2 zu Hause gegen den HSV. Und dieser erste Sieg am 3. Spieltag war gegen den VfL Bochum. Bochum, haben 8 Leute gesagt, da waren sich auch uneinig, 4 Hertha, da warst du dabei, einer Freiburg und 3 Alemannia Aachen. Weiter. So kannst du nicht gewinnen. Nee, aber was willst du machen? Es ist Freitagabend. Ist schon spät. Jetzt zeig dir. Frage Nummer 8. Da warst du zumindest noch nicht. Nee. Da warst du. Patrick Sander zum ersten Mal auf der Bank, das war ein Heimspiel. Infiltriert, ja. Oh, nee, ich sag mal. Also wir wollen wissen, beim Heimspiel gegen welchen Verein saß Patrick Sander letztmals als Trainer auf der Energiebank? Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen oder Hannover 96? Ich habe Wolfsburg gesagt, aber das ist bestimmt nicht richtig. Wolfsburg, nee. Naja, ist aber richtig. Im Ernst? Ja,
Das war dann nämlich das, was ich schon fast vorgelesen hätte, also 7 Leute sagen das. Das war der 22.09.2007, nämlich der 6. Spieltag, 2:1 Heimniederlage. Dennis Sörensen konnte die Wolfsburger Führung in der 31. Minute ausgleichen. 83. Minute erzielte Wolfsburg den Siegtreffer. Heiko Weber, Trainer der zweiten Mannschaft, übernahm anschließend für ein Spiel 6:0 bei Bayern München. Bei Bayern München. Das ist legendär, genau. Deswegen hat er dann übrigens Meuselwitz trainiert. Nein, natürlich nicht. Wir wollen jetzt, ihm nicht jetzt Heiko Weber zu nahe treten. Anschließend folgte Bojan Praschniker. Er gab sein Debüt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 2:2. Hast du Bojan kennengelernt? Ja. Ja? Das war in der Abstiegssaison praktisch. Ja. Da in dem Jahr haben wir zusammen, durfte ich unter ihnen arbeiten, sagen wir mal so. Ja. Wie war das so? Ja, es war schwierig halt durch sein Deutsch. Sprachliche, ne? Ja, Sprachliche, das war ein bisschen, aber wenn er ruhig, wenn er im Kreis gesessen hat und mit uns gesprochen hat und er hat ruhig gesprochen, hat man ihn gut verstanden. Ansonsten hat er dann meistens dann eben halt, was ist das, Jugoslawisch oder ja, mit den, es waren ja viele jugoslawische, kroatische, mazedonische Spieler da gewesen. Achso, die hat haben dann in der Sprache dann, auch der, kommuniziert. Ja, es waren ja kaum deutsche Spieler in der Kabine, nicht? Es war Timo Rost war da, Piplica. Der hat sich aber dann auch mehr als Deutscher gefühlt, weil er so viele Jahre schon in Deutschland dann tätig war. Aber es war dann so ein Kauderwelsch war das dann bei der Ansprache. Er hat dann ein paar deutsche Worte reingebracht, aber viel eben dann. Aber kann ich mir vorstellen, auch nicht immer so einfach, ne? Nee, es ist schwer dann. Es ist schwer. Also, spielerisch hat es ja funktioniert, weil natürlich auch die Qualität in der Mannschaft, glaube ich, war, aber so kommunikativ schwer. Ja, das ist dann für ihn, der die Sprache nicht mächtig ist, ist es unwahrscheinlich schwierig, da dem zu folgen, alles da, nicht? Auch bestimmte Ansprachen oder ich sag mal, was so von der Dynamik her rüberkommen soll, das war bei ihm dann eben, das ist bei manchen eben dann halt verpufft, dann, nicht? Also, das ist dann nicht so angekommen dann. Aber. War ja eine Zeit lang auch erfolgreich. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Frage Nummer 9, die vorletzte. Tommy und Sophie schreibt, scheiß 10 Stunden Arbeit, tippe hier, nur doof, flach, egal. Das ist nicht schlimm. Ach doch, hat er geklappt. Hauptsache, ihr geht morgen ins Stadion. Auch mal eine gute Frage, wer von euch, schreibt doch mal in Chat, schreibt mal bitte, wer geht von euch morgen alle ins Stadion? Würde mich mal interessieren. Ich mache die 9. Frage, gegen welchen Zweitligisten unterlag Energie in der Bundesliga-Relegation am Saisonende 2008-2009. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin total falsch gewesen. Nürnberg. Hast du recht, Nürnberg. Hast du nicht getippt, aber hast du recht. 1, 2, 3, 4. Pinky ist, ihr müsst arbeiten. Frank ist auch raus, du musst auch arbeiten. Master Money und leider nein, Frau feiert Geburtstag. Ich denke, du setzt deine Prioritäten falsch. Oder du stehst unterm Pantoffel. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht. Ich vielleicht. Museumsleiter. Keine Geburtstagsfeier dann, ne? Du bist so diplomatisch. Wieso? Master Mourinho, schönen Geburtstag deiner Frau und dir. Schöne morgen. Geburtstagsfeier, genau. Muss man und denke dran, nicht vielleicht unter, geht doch noch was ins Stadion. Nicht mehr als 5.000 zur Geburtstagsfeier. Das stimmt, ja, sonst kriegen wir Probleme. Und da meldet sich auch der Museumsleiter mal. Ich mache hier ein Top-Programm, ich lade hier Alex Bittroff ein und du meldest dich die ganze Zeit nicht. Und jetzt kommen wir nicht mit, ich muss da arbeiten, Blödsinn. Ja, schönen Dank für deine Fragen. Ja, danke. Ja, Nürnberg warst, du hast Augsburg getippt. Da warst du auch der Einzige übrigens, weil du dich. Ich muss mal die Quote hochhalten hier. Ja. Emma sagt gute Nacht. Sagt gleich gute Nacht oder sagt sie schon gute Nacht? Emma ist die Tochter vom Museumsleiter, erkläre ich immer wieder neu. Ach so, okay. Und zum Ende hin sagt Emma dann meistens gute Nacht, weil sie ins Bett geht. Und ich sage auch immer noch gute gerne dazu, weil wir beide eine Emma haben. Weißt du? Dann machen wir es gleich. Sofort, okay. Emma, gute Nacht. Wir sehen uns morgen im Stadion, vielleicht. Letztens. Letztens hat sie einfach ihre Tante mitgebracht und ich habe gesagt, oh, heute mit der Mutti. Das war vielleicht unangenehm. Oh, da musst du aufpassen. Ja, ja. Ich dachte, der hat schon wieder eine neue, der Museumsleiter. Oh, weia. Entschuldigung, das war nur ein Spaß. Machen wir schnell die Frage Nummer 10. Schnell weg hier dieses. Da war die Zunge schon wieder schneller als der Kopf. Aber du bist das ja nicht so. Letzte Frage, Nummer 10, da geht es nochmal um alles. Ach, tatsächlich, da ist ja sogar. Nee, das Bittroff ist es nicht. Ich mach den ja. Hm.
schade eigentlich. Also eigentlich hast du es ja gar nicht so falsch gesagt. Welches Energieeigengewächs erzielt am ersten Spieltag der Saison 9-10 in seinem ersten Zweitligaspiel gleich seinen ersten Energietreffer? Und ich glaube, das hat er ja vorhin auch gesagt, ne? Ein Treffer, zwei Vorlagen. Es war natürlich Alexander Bittrov. Es war nicht Clemens Wandrich, nicht Nils Mijatke, es war nicht Heiko Schwarz. Alex traf zur 2-1 Pausenführung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, stand zusammen mit Nils Mijatke, einem weiteren Spieler aus dem Nachwuchs, in der Startelf. Insgesamt war das Spiel ein 3-1 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Für Energie trafen außerdem Sergio Rado und Emil Jula, für Augsburg Michael Torg. Ja, und das habe ich gestern auch nochmal gelesen, gerade mit Emil, natürlich auch eine wahnsinnig traurige Geschichte. Ja, lieber Kerl, also super, super Typ. Ich habe mir kennengelernt. Also immer sachlich, immer so als Kumpel aufgetreten und sowas. Ja. Und das war wirklich schon ein Schock, wo man das dann mitbekommen hat. Fehler gemacht. Und schlimm. Ja, tatsächlich hat mich das auch so ein bisschen getroffen und ich habe dann, ich glaube auf meinem Profil, das war so das einzige, auch Saison 2009, 2010, was ich noch hatte, was ich mir mal irgendwie gespeichert habe, die Bilder des Jahres aus der Saison 2009, 2010, war aus dem Jahr, glaube ich, 2009, war natürlich bloß die Hälfte, wo er so viele Tore dann geschossen hat, zusammen mit Nils. Aber das war nochmal eine schöne Erinnerung, hatte ich dann, glaube ich, auch irgendwie bei Facebook gepostet. Oder irgendwie so auch, gefunden habe. Wir wurden auch von dem Verein angeschrieben, ob wir dort ein Benefizspiel machen könnten für die Hinterbliebenen, für seine Frau. Aber das hat sich zeitmäßig nicht vereinbaren lassen und das wäre auch ein Riesenaufwand gewesen, dort hinzufahren. Und wir hätten es gerne gemacht, aber hat leider nicht reingepasst in die ganze Vorbereitung. Ja, war ja auch nicht so einfach in dem Moment, gerade mit dieser ganzen, ich glaube, Corona. War ja mittendrin. Die ganze, ja, das war alles. Ja. Ja. Naja. Blöde Situation. Aber trotzdem muss man ja sagen, er hat sich mit seiner Art und Weise zu spielen, hat er sich ja unsterblich gemacht, so ein bisschen, ohne das zu dramatisieren. Aber hat er schon gemacht und alleine das Emil Jula haut drauf, das wird wohl, glaube ich, wenn das durch Schall so geschaltet hat, dann war schon haut drauf, Emil haut drauf. Diese Aufforderung. Ja, der hat's auch gemacht. Heute singen sie halt Schießen, einfach Schießen, aber als Allgemeines, aber das war halt für Emil direkt. Kann man übrigens mal wieder machen, ich glaube mit Malcolm geht es ja schon in eine gute Richtung. Badu lässt sich auch wahnsinnig cool rufen, ne? Also Badu. Das kommt gut, ja. Wenn man das so zieht dann raus, ne? Ja, das ist schon. Genau. Ja, und der ist auch der Typ, also das ist, macht das gerne. Also dann wäre mal viel Freude, glaube ich, noch. Komm, wir schauen mal schnell auf die Ergebnisse, damit wir dann zum Ende kommen. Gewonnen hat Blahai. Blahai hat gewonnen mit 144, ist fast so, wie wir es vorhin hatten. 144, Master Mourinho 2 dahinter. Oh, das ist eng. Fast 3. Naja, aufgrund. Aber Frank von Energie FM auch ganz gut dabei. Frank, bring dir morgen Lolli mit. Dann kommt Pinky. Ich bringe 2 Lollis mit. Sind ja alle im Stadion morgens sehr früh. Haben die Arbeitskarten oder wie? Ja. Ich glaube, die. Aber ohne VIP. Kannst du die nicht reinlassen. Ja, Tommy und Sophie, wo seid ihr gelandet? Ich gucke mal. Wenigstens kein Minus, schreibt er. Oh, auf Platz 17. Ein Platz hinter Energie TV. Tja. André, du hast die 16. Zugeschlagen. Wenigstens kein Minus, ist lustig. Das ist mit gut. 1,35. Bitte, Tommy und Sophie. Bitte dich. Ja, bei dir ist ja wenigstens zweistellig. 10,47, aber Tommy und Sophie, ja, nicht schlecht. Nein, schön, dass ihr wieder mitgemacht habt. Blahai hat, glaube ich, schon ein Grillset oder hat noch eins offen. Da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich muss das aufarbeiten. Ich mache das Anfang nächster Woche. Da bin ich irgendwann unterwegs. Da habe ich mal eine Stunde Zeit. Da machen wir das dann. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank. Auch, dass du mitgemacht hast, André. Ich glaube, du hast besser abgeschnitten, als du dir das vorgestellt hast. Ja, auf alle Fälle. Das war die schlimmsten Minuten eigentlich gewesen. Ja, und dann sage ich natürlich schon mal vielen Dank, dass du überhaupt hier warst. Danke, natürlich zum Ende. Es hat eine Weile gebraucht. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Was lange währt, wird gut. Das denke ich auch. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Hast du musikalisch einen Titel, wo du sagst, das ist Energie, da denke ich immer an Energie?
Ja, die hat man eigentlich schon alle gespielt gehabt. Ach so, ist es haben wir schon? Sieger. Ja, ja? Ist okay. So, pass auf, man kann natürlich auch noch eins machen, wenn man es von Alex Knappe ja? Gibt es auch noch das schöne Lied. Helf mir auf die Sprünge. Wir kommen auch morgen noch wieder, meinst du? Morgen auch wieder. Ja, können wir ja gerne machen. Das könnte man sich auch noch mal zum Abschluss anhören. Das machen wir. Spielen wir mit Sicherheit morgen auch wieder im Stadion. Ja. Und bevor ich aber zur Absage komme, sag mir bitte doch noch mal, klar, Aufstieg, Punkte und so, das ist immer alles ganz gut und schön. Aber was wünschst du dir so über den Saisonverlauf noch oder für den Saisonverlauf? Wünsche. Das ist schon weit vorausgeschritten, ne? Vorausgeschaut. Erstmal, dass wir uns stabilisieren, dass wir die entsprechenden Punkte holen. Das hört sich jetzt wie ein Floskel an und wie ein Phrasenschwein. Natürlich hat man Ziele, ja. Und es wäre nochmal schön, wenn man nochmal nach oben angreifen kann und sich oben stabilisieren kann. Und, aber da müssen wir noch ein bisschen was auflegen. Also da haben wir schon noch ein paar Reserven und das wissen wir. Und wir werden mal abwarten, was noch die Transferperiode hergibt. Ja. Vielleicht gibt es hier noch die eine oder andere Möglichkeit. Sind ja noch zwei Wochen? Ich glaube, 30. Nicht? Bis zum 30. Ja. Ja, und dann muss man halt sehen. Na klar wünscht man sich den Aufstieg nicht. Oder beziehungsweise erstmal, wenn es soweit kommt, die Relegation. Und dann wäre es auch noch schön, wenn man mal wieder den Landespokal gewinnt. Das ist ja auch ein bisschen dumm gelaufen. Nächstes Jahr. Ja, das war eine kuriose Geschichte eigentlich. Und dass man dann eben nochmal einen DFB-Pokal spielen kann. Also das ist so schon... Das sind viele Wünsche, aber ob die dann letztendlich und vor allem Gesundheit für mich jetzt. Das für alle Beteiligten. Am Ende auch das Wichtigste. Ja. André, dann vielen Dank euch im Chat. Guck mal, nochmal die Abschlussglückwünsche nochmal an. Das nehmen wir nochmal schnell. Was habe ich hier? André, sehr sympathisch, klasse. Auch welche geschrieben, siehst du, wusste gleich bewertet. Aber hat er recht. Schönen Abend euch noch, war wieder unterhaltsam. Wir sehen uns morgen. Ja, Pinky, du wirst wieder raus, wieder reinkommst. Ich habe das alles klar gemacht, Pressekasse. Und dann klappt das schon. Und dann aufs Spiel konzentrieren. Schönen Abend noch. Morgen die Daumen gedrückt. Man wünscht sich ja mittlerweile einfach mal eine Saison in Ruhe. Das stimmt, ohne Skandale. In Ruhe arbeiten, dann klappt es auch mit dem Aufstieg. Ob dieses oder nächstes Jahr. Pieper 23, das war ein neben dem vom André ein geiles Abschiedsstatement. Wir sehen uns morgen im Stadion der Freundschaft. Ich sage es nochmal, am Anfang hatte ich schon mal gesagt, Benny ist morgen nicht da. Das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Stunden Pause und dann darf ich morgen mal ein bisschen sprechen. Sag's aber gleich dazu, ich werde nicht so oft unten auf dem Rasen sein können, weil ich ja meine eigentliche Arbeit oben auch noch machen muss. Deswegen seht es mir nach, ihr werdet mich auf jeden Fall wiederhören, ob ihr wollt oder nicht. Zumindest, wenn ihr im Stadion der Freundschaft seid, André. Vielen Dank. Ja. Wir kommen auch morgen noch wieder. Und besser kann man diese Sendung eigentlich gar nicht beenden. Hier ist Herr Knappe und danke und bis morgen. Tschüss. Jo. Tschüss. Ich hab dich einmal gesehen und für immer entdeckt, was meine erste große Liebe bis heute hab dich nie versteckt. Auf diesem Rasen waren meine ersten Helden. Ein Club, eine Stadt, für mich tausend Welten. Du bist eine ehrliche Haut. Ich würd dich nie verraten, für kein Geld der Welt. Hier sind wir zu Haus. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Und wir singen immer weiter unsere Lieder. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Denn unsere Liebe kennt keine Liga. Sie haben das Gefühl, als ginge es um alles. Und ich muss leider sagen, es ist auch fast so. Hat er die Nerven? Er hatte sie fast. Und hat sie dann noch. Wir haben die meiste Kohle.
der ganzen Nation. Viel zu tief im Osten, ein Paradies aus Beton. Wir sind geboren, um zu rennen, gekommen, um zu bleiben. Hey, 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 wir machen's wie in alten Zeiten. Wir machen's wie in alten Zeiten. Du bist eine ehrliche Haut, ich würde dich nie verraten. Für kein Geld der Welt, hier sind wir zu Haus. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Und wir singen immer weiter unsere Lieder. Und wir kommen auch morgen noch wieder. Denn unsere Liebe kennt keine Liga. Und wir singen immer weiter unser Lied.